Hey YouTube, euch hat die erste Session gefallen, deswegen geht's jetzt weiter mit der zweiten. Ganz viel Spaß wünsche ich euch. Ich habe leider keine Möglichkeit bekommen, den Chat vernünftig einzublenden, ohne dass es irgendwie das Overlay sabotieren würde oder was von der Map verdecken würde. Deswegen machen wir ohne Chat weiter. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ganz viel Spaß. Let's go. Dann herzlich willkommen zur zweiten Session von Cursed Crest. Ich freue mich tierisch. Ich habe eine kleine Zusammenfassung vorbereitet für die, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren oder die es nicht geschafft haben, das auf YouTube oder so nachzuholen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr habt alle bisher einen super angenehmen Tag gehabt. Wir sind jetzt euer sporadisches Valentinstags-Date, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, erzähle ich euch, was beim letzten Mal passiert ist. Beim letzten Mal haben sich unsere Abenteurer Liselle, Valen, Inrin, Risa und Ashen auf den Weg nach Sylvanus gemacht. Nachdem sie schon 2 Wochen unterwegs waren, schien die Stadt in greifbarer Nähe, zumindest laut Eliza. Doch weit kamen sie nicht, da sie in einen Hinterhalt gelockt und angegriffen wurden. Viel Blut, Gedärme und Chaos später hatten sie ihre Angreifer besiegt und Eliza aus deren Händen befreit. Laut ihr war es nicht mehr weit bis zur Stadt, doch die Gruppe entschied sich, im Wald sich noch ein wenig umzusehen. Denn Cray, Ashens kleiner Drachenbegleiter, hatte eine Art Hütte im Wald gesehen? Erst Inrin fiel auf, dass es sich bei der Hütte um eine Art Gruft handeln musste, denn davor war ein verfallener Friedhof angelegt. Je näher die Gruppe an den Friedhof kam, desto düsterer, dürrer und lebloser wurden die Bäume. Da es allerdings schon spät wurde und alle vom Kampf erschöpft waren, ging es dann doch zurück, bevor sie sich die Umgebung genauer anschauen konnten. Vor ihren Füßen, am Rande eines hohen Berges, liegt jetzt Sylvanus. Und genau dort steigen wir wieder ein. Was wollt ihr tun? Die Katze streicheln. Ja. Die Katze meckert. Entschuldigung. Was war das? Special Effect. Tut mir leid, es ist nur eine Katze. Kommen wir von oben oder kommen wir von unten? Von oben. Ihr steht jetzt auf diesem Berg tatsächlich und könnt von dort oben nach unten auf Sylvanus schauen. Also ihr müsst tatsächlich erstmal den Weg runterlaufen, wenn ihr denn das Dörfchen erreichen wollt. Ja, dann lass was machen, oder? Ja, ich bilde wieder das Schlusslicht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand sich doch noch denkt, oh, ich gehe doch noch mal kurz zurück. Stehen wir hier oder hier? Oder wo? Oder hier? Ich hier unten, ganz unten quasi. Achso, unten. Achso, ich dachte gerade oben. Achso, meint ihr das? Ihr steht auf einem Berg, ganz unten auf der Karte. Okay. Und schaut quasi von dort aus nach unten runter. Gerade. Mhm. Ja. Es ist dunkel, oder? Es wird gerade immer dunkler. Also, ihr seht ganz hinten, ihr seht ja, da hinten sind noch weitere Berge. Und da kommen gerade noch so die letzten Lichtstrahlen von der untergehenden Sonne durch. Aber es ist schon ziemlich, ziemlich dunkel, ja. Ist das Tor noch auf? Zur Stadt? Das kannst du auf die Entfernung nicht erkennen. Oh, so weit sind wir noch weg. Okay, alles klar. Na dann. Ja, das Dorf scheint in der Nähe zu sein. Und ich gehe nach vorn. Kommt! Liesel stapft hinterher und benutzt ihre Axt so als Gehstock. Okay. Lauft ihr alle vorsichtig runter oder quasi sehr zielstrebig? Nee? Also ich würde ganz normal, ein bisschen geschwinder als sonst laufen, aber nicht vorsichtig. Inrin würde hinterher flattern, als würde er seine Füße benutzen. Ja. Ashen wäre ein bisschen gelangweilt, weil sie immer noch dem Mausoleum hinterher trauert. Aber ja, wie gesagt, ist ja ihre favorisierte Tageszeit. Von daher, Gruppenzwang, läuft einfach mit. Okay, wer läuft ganz vorne? Wahrscheinlich ich. Dahinter? Wahrscheinlich Liesel? Würde ich oder? Gehen. Ja. Mhm. Okay. Ich würde wieder auf meine Schulter klopfen für Inrin. Oh, das würde ich natürlich annehmen. Da würde ich mich dann so schön so auf der Schulter platzieren. Nochmal kurz die Flügel strecken, dann so ein bisschen anlehnen. Die Beine schlenker lassen. Ich würde dich bitten, mir nicht in die Schulter die ganze Zeit zu kicken, Inrin.
oh, oh, oh. Und würde die Beine so ganz, ganz eng zusammenhalten. Deine Karten. Ja. Kann ich mal eine sehen? Und ich würde nur so eine richtige Karte jetzt aus so einer ganz kleinen Tasche rausholen, auf so einem, das ist so relativ trübes Papier, also schon so leicht gelblich, und würde dir nur so eine reichen und würde nur sagen, Vorsicht, die kommt direkt aus dem Fey, ich weiß nicht, was die mit dir macht, wenn du sie anfasst, und würde dir einfach erstmal so eine Pik 2 in die Hand drücken. Ich will diese Karte, die wird hier einmal drehen. Was für ein Muster ist da hinten drauf? Die ist von hinten ganz, ganz schlicht. Das Einzige, was man so sieht, ist so ganz leicht wie so vielleicht so ein paar Äste und so ungefähr so das Muster, wie es meine Feenflügel haben. Also so ein paar dunklere Striche auf so einer leicht violetten Karte. Mhm. Schön. Und sehr alt, wie es aussehen. Wo hast du die her? Die wurden mir gegeben, sehr freiwillig. Ich dachte, Fae können nicht lügen. Ja, du hast recht. ja, sie waren bei mir im Dorf und sie sahen einfach viel zu gut aus, als dass ich sie hätte dort liegen lassen können, als ich losgezogen bin. Und da ich auch schon dort das Kartenspiel immer mochte und ich dort mit den Karten immer gegen jeden gewonnen habe, der irgendwie mal ins Feywild gestolpert ist, dachte ich mir, die könnten hier vielleicht ganz nützlich sein, und sie erinnern mich an zu Hause. Na, ein kleines Memento. Ist ja, so ungefähr. Isa, du bist so abgelenkt von den Karten und ihr lauft ja gerade diesen Berg runter und das Ganze ist super schlammig und super rutschig. Gib mir mal einen Acrobatics oder Athletics-Check. Nehm mal den Acrobatics. 18. Du schaust dir halt gerade so die Karten von Inrin an, ne? Läufst halt so langsam runter, hast natürlich noch so ein bisschen Gewicht von ihm auf deiner Schulter. Es wird echt rutschig und du merkst, wie der Boden unter deinen Füßen so weggleitet. Mhm. Kannst aber gerade so noch das Gleichgewicht halten und weiter der Gruppe folgen. Ich slide so ein bisschen, ich halte mit der einen Hand die Füße von Inrin fest, damit er nicht von meiner Schulter runterfliegt. Und würde dann so irgendwann so wieder so einen kleinen Hopser machen und wieder weiterlaufen, normal. Und würde jetzt so neben Ashin so sliden und dann so. Upp. Ich würde mir nur meinen Hut halten und wäre erst so ganz kurz für den Anfang so kurz etwas erschrocken und dann nur so. Okay, dann eben so. Yay! Und danach würde ich ein bisschen mehr darauf achten, wo ich hintrete. Ja, nach vielen anstrengenden Schritten kommt ihr am Tor an. Zu eurer Überraschung ist es offen. Ihr seht jetzt auch nicht irgendwie jemanden, der sich darum kümmert, ob das verschlossen ist, dass jemand reingeht oder rausgeht. Ihr könnt dort einfach eintreten. Sind solche Tore normalerweise zu? Du würdest sagen, also dadurch, dass du... Warte, wie formuliere ich das? Nein, nicht per se. Also... wenn du keinen Besuch, also wenn du als Stadt oder als Dorf keinen Besuch erwartest, dann natürlich. Aber wenn man halt viel mit Händlern irgendwie unterwegs ist, dann sind die Tore meistens offen. Aber eigentlich sind immer irgendwelche Wachen da, die zumindest gucken, wer rein und raus geht. Dass da nicht irgendwie jemand reinkommt und Unsinn verbreitet. Aber ist niemand in Sichtweite. Es scheint niemand hier zu sein. Einfach reingehen und dann schlendere ich weiter. Ich würde mich nur noch mal umschauen und dann so, also dafür, dass man im Wald gerade noch versucht hat, uns umzubringen, sind die hier ziemlich gastfreundlich und unvorsichtig. Aber naja, dann müssen wir die Taverne halt selbst finden.
Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Und ich gucke mich mal um, ob ich irgendjemanden sehe. Ein Bauer, ein Schaf, ein Hund, keine Ahnung. Irgendwas, was nach Zivilisation aussieht und Leuten. Auf jeden Fall. Also dafür, dass es relativ dunkel ist, siehst du überall immer noch Leute durch die Gegend laufen. Wenn du durch das Eingangstor reinguckst, kannst du auch geradewegs auf einen Marktplatz schauen. Der ist tatsächlich für diese Uhrzeit oder für diese späte Stunde noch relativ belebt. Also da laufen super viele Leute rum, scheinen sogar noch Handel zu betreiben. Ist das auch das, was wir hören? Also ganz normales Dorfleben am Abend? Ja, ihr hört ganz normales Dorfleben. Ich hört hier welche, jemand schreit, neue Äpfel aus eigenem Anbau, kostet sie, solange sie noch frisch sind. Ja. Der andere hört ihr von seinen Fischen schwärmen, die er gerade aus dem See gezogen hat. Also ganz normales Dorfleben. Was wollen wir hier und nicht im Mausoleum? Ist viel zu langweilig. Wir können morgen ins Mausoleum gehen. Aber bei Tag? Wir können auch bei Nacht gehen, wenn dir das lieber ist. Aber wir können ja erstmal ein Gasthaus suchen und die Füße hochlegen. Ach, na gut. Ich muss das Blut unter meinen Fingernägeln rausschrauben. Mir wurde gesagt, meldet sich Eliza erstmal zu Wort. Da im Gasthaus, da soll die Miranda sein und die soll uns helfen können, was unser Unglücksproblem angeht. Wer ist Miranda nochmal? Ihr gehört das Gasthaus, aber mehr weiß ich auch nicht. Oh. Ist das eine Freundin von dir, oder? Ja. Könntest du vielleicht einen dieser netten Leute hier irgendwo fragen? Wo das Gasthaus ist? Ja. Na klar. Hallo? Ich gehe weiter nach vorne und gehe auf die erste Person zu, die ich sehe. Während ich durchs Torhaus gehe, stecke ich aber auch trotz meiner Unbekümmertheit so ein bisschen den Kopf um die hinterste Wand und luge erstmal nach links und rechts. Und wenn ich dann nichts Auffälliges sehe, gehe ich einfach erstmal weiter und dann auf die erste Person zu, die ich sehe. Nichts Auffälliges. Dir kommt tatsächlich gerade vom Marktplatz aus eine kleine Halblingsdame entgegen. Schon ein bisschen älter. Sie schaut dich an. Sehr skeptisch. Also man sieht wirklich, wie ihr Blick dich von oben nach unten und wieder zurück taxiert. Ja? Guten Abend. Ich und meine Freunde, steht ihr weit weg? Wahrscheinlich so relativ klein aus dem Tor oder so. Oder seid ihr direkt hinter mir? Ich wäre bei dir. Okay. Ich und meine Freunde sind auf der Suche nach einem... Haben wir den Namen? Wissen wir, wie das Gasthaus heißt? Ich drehe mich zu Eliza um. Eliza? Sie schüttelt den Kopf. Auf jeden Fall, wir suchen ein Gasthaus und eine gewisse Miranda soll wohl die Wirtin sein. Die Halblingsdame zieht eine Augenbraue hoch. Ein Gasthaus. Davon haben wir hier nur eines. Ihr müsst einfach über die Brücke und dann über den Markt und dann findet ihr es auf der linken Seite. Ist nicht zu übersehen. Vielen Dank. Und sie macht einen großen Bogen um dich und geht weiter. Ja, liebenswürdig. Dorfbewohner. Ich glaube, dein Charme hat ein bisschen eingebüßt. Ich guck so an ihm runter. Vielleicht liegt's daran, dass du ein bisschen dreckig bist. Das ist nicht schlimm. Bei Halblingfrauen ist mir das nicht so wichtig. Ich gehe weiter. Ihr folgt der Beschreibung? Okay. Ja. Das heißt, ihr lauft durch dieses kleine Dorfstädtchen, durch auf jeden Fall die kleine Ortschaft, überquert die Brücke und lauft über den Marktplatz. Auf diesem stehen super viele verschiedene Stände. Also hier wird echt alles Mögliche verkauft. An Nahrungsmitteln, Werkzeugen, Kleidung und Rüstungen. Und ihr habt auch so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht nur gegen Gold getauscht wird, sondern dass auch die Wertgegenstände oder die ganzen Güter gegeneinander getauscht werden teilweise. Angeblich soll sogar alles hier aus eigener Herstellung sein.
Es herrscht immer noch ein reges Handelstreiben und dann schaut ihr euch ein bisschen um und die Häuptlingsdame hat nicht gelogen. Zu eurer Linken seht ihr ein großes Haus mit der Aufschrift zum schunkelnden Seemann. Zu eurer Rechten führt die Straße weiter bis zu einem anderen sehr großen Gebäude. Aber was das sein kann, könnt ihr euch auch noch nicht ausmachen. Dahinter ist ein weiteres Tor, welches wieder aus der Stadt rausführt. Wollt ihr die Gaststätte betreten? Weil zuerst oder wollt ihr euch noch woanders umsehen? Liesel schon. Liesel geht einfach schon rein, ohne dass sie darauf wartet, was die anderen sagen. Ich gucke mal an mir runter, nachdem Risa gesagt hat, dass ich dreckig bin. Bin ich dreckig? Schon ja. So ein bisschen. Du bist von einem Baum gefallen. Du bist von einem Baum gefallen. Ihr seid 2 Wochen lang durch die Wildnis gelaufen. Es hat vor kurzem ziemlich stark geregnet. Also sauber bist du definitiv nicht. Okay. Aber das ist keiner von euch. Es ist ja auch nass gewesen, ne? Das heißt, wahrscheinlich habe ich so ein bisschen nassen Dreck an mir, ne? Ja. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal Prestidigitation einsetzen und mit so ein bisschen Wind durch meine Kleidung ziehen, um diesen nassen Dreck da rauszuziehen. Ja. Auf jeden Fall bist du jetzt wieder trocken. Und die ganz, also die kleinen Drecksachen, die gehen auf jeden Fall raus, aber gab es schon noch so 1-2 größere Flecken, gerade an deinen Schuhen, weil ihr ja durch den Matsch gelaufen seid. Das geht damit leider nicht weg. Und dann drehe ich mich zu Risa um und sage, ja, ich sage nichts, ich mache einfach nur so eine leicht verbeugende Gestik und schlendere dann in die Taverne rein. Okay. Ich würde gerne nach ihm Prestidigitation einsetzen. Ja. Muss aber erstmal noch gucken, wo ich es jetzt würfeln kann, wie immer. Ich glaube, links bei den Token Controls. Oder? Nee. Auf deinem Sheet. Where is your Sheet? Ah, okay, wenn du. Okay, weil du es auf der Szene nicht siehst. Also, wenn du rechts auf Actors gehst, solltest du deinen Player-Charakter da drin haben? Spectator steht hier nur. Würde Spectator? Ah. C. Ja, C, das hatten wir ja schon mal. Ich danke dir. Ja, genau. Es funktioniert auch, obwohl man keinen Token drauf hat. Das ist richtig gut. Ja. Das ist aber so gut. Ihr müsstet eigentlich eure Character Sheets alle in dem Actors Directory haben, oder nicht? Ja, ja, klar. Aber wenn du C drückst, okay. Hast du es sofort offen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Mhm. Aber das war wirklich gerade. Okay, ja, was? Genau. Und würde dann so ein bisschen schmunzelnd seine Bewegung nachahmen bei Risa und danach das Gasthaus betreten. Jetzt würde Risa so ein bisschen anfangen zu lachen und dann den Kopf so schütteln. Und guckt dann an sich selber runter, die ist genauso dreckig wie alle anderen und ist so. Es war eher so ein Meme an Valen und nicht um Risa zu beeindrucken. Kriege ich das noch mit oder ich bin ja schon vor dir, wahrscheinlich sehe ich es nicht mal, ne? Musst du nicht. Okay. Du kannst übrigens, weil du den nicht gefunden hast, du musst den Player-Character-Ordner öffnen und dann findest du den Charakter da. Hast du noch so ein kleiner Ordner über dem Spectator? Prestidigitation ist auch ein Cantrip, das heißt, den müsste man eigentlich auch gar nicht würfeln, weil der nichts abzieht. Wobei es immer wieder schön ist, gerade wenn man den selber nicht im Inventar hat, wenn der einmal gepostet wird, dass alle wissen, was es macht. Yes. Ja, es hat es nur ja gemacht, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen schön zur Chronik, dass man es drin hat. Ich habe übrigens den, ich kann das gerne auch noch ein bisschen weiter erläutern dann für alle, die den Spell noch nicht kennen. Ich hatte eben den You Instantaneously Clean or Soylent Object Feed davon genutzt und dieses Cleaning dann. Ist ein cooles Candle, kann man viel mitmachen. Ja. Und dann schlender ich rein. Rin würde nur so kurz, während er noch auf Risas Schulter sitzt, so an sich runtergucken. Dann so kurz mal in seinen Mantel reinriechen. Oh, und so lässt du mich auf deiner Schulter sitzen? Risa, guck ihn an. Nach einer Zeit riecht man das nicht mehr so stark. Und wenn du mal riechen möchtest, und sie hält ihm so den Kragen von ihrem Mantel hin. Ich rieche auch nicht viel besser. Okay, ja. Ich würde warten, bis alle anderen reingelaufen sind und würde mich dann nochmal umgucken, ob hier irgendjemand
uns gerade beobachtet von dem Marktplatz, von den Leuten, die hier rumlaufen, bevor ich auch reingehe. Ich ziehe euch erstmal auf eine Szene. Ich hoffe, ihr seht nicht zu viel. Und dann schaust du dich um. Gib mir mal einen Perception-Check. Oh, so close. 7. Schaust dich um. Also klar, die Leute gucken euch an, weil ihr offensichtlich neu seid. Aber eigentlich gehen sie ihrem ganz normalen Treiben nach. Dann würde ich nicken und würde den anderen hinterherlaufen. Wir sehen hier eine Wand, dahinter sehen wir nicht. Aber hier ist so ein schwarzer Balken bei mir und dann sehe ich aber hier wieder ein bisschen Gras. Oh no, wait. Warte. Wenn ich weiter nach rechts sehe, sehe ich auch noch mehr hier rechts. Oh, okay. Ja, das solltet ihr nicht sehen, aber that's okay. Einfach nicht rauszoomen und dann passt es. Okay. Es ist basically nur, dass das offensichtlich mehr als ein Gebäude, also eine Etage ist in dem Gebäude. Das heißt, ist einfach so ein Cut alles auf in der einer Map? Ja. Okay, das heißt, für die Map geht es nur bis hier und... Okay, ja, genau. Okay, verstehe. Wo ist der Eingang? Ist das das hier, wo... Links von euch. Nee, weiter links von euch. Also. Ah. Findet ihr das? Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht. Yeah, hat Cray gerade ein anderes Bild? Ja, oh. Cray ist ein kleiner Woodman oder sowas. Warum? Ist die Frage aller Fragen. Ich guck mal ganz kurz. Im Character Sheet ist er auch normal. Normal, ne? Das ist super weird. Ich guck mal kurz, dass ich das fixe und gebe dir Cray danach zurück. Ihr könnt ja erstmal schon mal so ein reingehen. Ich wechsle euch das Ambient. Ich halte die Tür für euch offen. Giselle. Ashen. Dankeschön. Und ich würde jetzt von Risas Schulter flattern. Hier nur so rein. Mich hinstellen. Nur so versuchen, so nach oben zu gucken. So. Ist hier denn jemand Interessantes? Und würde schauen, ob irgendjemand hier gerade vielleicht Glücksspiel betreibt. Habe ich da gerade Glücksspiel gehört? Zuallererst betretet ihr erstmal das Gasthaus. Das einzige Gasthaus in Sylvanus. Von außen wisst ihr sofort, dass es sich um ein Gasthaus handelt. Es ist ein altes, aber doch gut erhaltenes, großes Gebäude mit roten Ziegelsteinen. Die doppeltürige Eingangstür ist nur angelehnt und von drinnen schallen euch laute Musikgelächter und unverständliche Gespräche entgegen. Über der Eingangstür prangt ein unfassbar prominentes Schild, auf dem zum schunkelnden Seemann steht. Und ihr betretet das Gasthaus. Der Raum ist gut gefüllt mit Gästen, die eingetrunken tanzen, singen und sich den einen oder anderen Krug Bier genehmigen. Als ihr eintretet, werden euch ein paar neugierige Blicke zugeworfen. Doch die heitere Stimmung bleibt bestehen. Links und rechts stehen überall Tische, Bänke und Stühle. Und in einer Ecke steht sogar ein Kamin. Am Ende des Raumes erstreckt sich an der breiten Seite eine lange Bar, hinter der zwei Personen auf und ab rennen. Ihr erkennt eine ältere Elfendame und einen jungen Elfen. Die Dame bedient immer wieder verschiedene Gäste und trägt Getränke von einer Ecke der Bar zur anderen, während der jüngere Elf damit beschäftigt ist, die Gläser zu schrubben. Was wollt ihr tun? Ja, unsere Liesel ist ja schon an der Theke. Sie hat sich schon auf den erstbesten Stuhl gesetzt. Und sie sagt zu dem einen Barkeeper, dass sie bitte den besten Kräutertee bitte einmal, den sie haben. Dankeschön. Für euch auf YouTube. Der Elf schaut dich an. Chat meinte dass die Maps sehr geil sind. Selbstverständlich. Wir haben Tee aus eigenem Anbau. Wir haben einen eigenen kleinen Garten. Und er würde einmal losrennen. Und ein paar Kräuter zusammensammeln und dann noch so ein Stückchen da hinten, du siehst ja hier, Wasser schöpfen und den aufsetzen. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Was machen die anderen in der Zeit? Wer möchte zuerst? Willst du dich nach Würfelspiel oder so umschauen?
Ja, ich würde jetzt hier so von Tisch zu Tisch schauen, ob ich irgendwo Würfel oder Karten spiele. Du schaust dich um. Die Leute essen, sie unterhalten sich, werfen dir sehr, sehr skeptische Blicke zu. Aber keiner scheint irgendwie Würfeln oder Karten zu spielen. Und so beim Durchlaufen würde ich mich umgucken, bemerke, dass die Leute mich anschauen. Und als ich sehe, dass hier niemand irgendwie Karten oder Würfel spielt, nur so. Die sind ja seltsam und ein bisschen langweilig. Würde so richtig hochnäsig weitergehen und nochmal so ganz kurz meine Flügel so kurz aufschlagen lassen, um nur noch mehr klarzumachen, dass ich weiß, dass sie mich anstarren. Und würde auch mit an die Theke gehen und würde dann so ganz, ganz vorsichtig auf einen dieser Hocker so gleiten. So kurz so mit so einem Hüpfen und dann mich mit meinen Flügeln fangen quasi. Diesel pattet auch einmal so den Stuhl und zeigt so auf ihn, während Inrin kommt. Ich habe den Gray wieder reingezogen. Dankeschön. Während Inrin gerade seinen Moment der Aufmerksamkeit genossen hat, würde ich auch gerne noch einmal so ein bisschen den Blick schweifen lassen, wie in früheren Zeiten abends im Casino einmal so ein bisschen die Leute beobachten und da vielleicht so ein bisschen auf Perception oder sowas werfen. Würfeln. Wenn das kannst, okay ist. Kannst du gerne machen. Was möchtest du? Also, wonach schaust du denn? Oder wäre Investigation vielleicht schon, geht das mit Beobachtung oder wäre Perception erstmal besser? Es geht mir darum, einfach generell so ein bisschen abzuchecken, was die Leute machen. Also wie gesagt, wie im Casino, wenn du auch erstmal schaust, okay, was geht da ab? Ist da vielleicht ein spannendes Gespräch? Ob man so ein bisschen die Wahrnehmung hat, ob sie gerade über was Interessantes reden? Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht essen sie nur. Dann gibst du mir am besten einen Perception-Check. Let's go. Das war knapp. Ja, du schaust dich um. Du bist dir ziemlich sicher, dass die, an denen du ja relativ nah dran bist, die unterhalten sich tatsächlich gerade über die Arbeit. Darüber, dass sie auf einem Hof arbeiten und gerade ihre Ernte eingebracht haben. Und sich auch ein bisschen mit der Kellnerin, die hier steht, oder offensichtlich hier steht, die hat eine Tablette in der Hand. Die unterhalten sich mit ihr, als würden sie sich schon sehr, sehr lange kennen. Was dir auch auffällt, sind, dass hier oben zwei Zwerge sitzen, beide über Kuchen gebeugt. Und sie sehen gleich aus. Und von deiner Perspektive auch hier in der Ecke sitzt eine katzenähnliche Gestalt, die sehr, ja, verschüchtert wirkt. Also schaut sich immer mal wieder um, hat aber niemanden, mit dem er oder sie sprechen kann, scheint die ganze Zeit, aber scheint dann immer wieder sich auf sein Essen zu fokussieren, scheint nicht so wirklich dahin zu gehören. Okay. Ich raune den beiden neben mir zu. Rechts, Bauern. Vermutlich uninteressant. Leben schon lange hier. Links, unsicher. Unter Beobachtung. Und gehe dann den beiden an die Bar hinterher. Ich lehne mich so zur Welle drüber. Das ist das größte Stück Wassermelone, was ich jemals gesehen habe. Spannend, oder? Wollen wir zur Bar? Sicher. Und ich mache so ein nach dir. So, in der Zwischenzeit kriegt Liesel ihren Tee. Der junge Elf lächelt sie einfach nur so an. Bitte sehr, das macht ein Kupfer. Ich hol das so raus und zitter die ganze Zeit dabei, weil meine Arthritis gerade besonders schlimm ist. Soll ich dir helfen, Liesel? Oh ja, bitte. Dann kann ich ihm einfach nur so meinen Geldbeutel und lass ihn machen. Ja, das. Behalt du mal. Ich laufe zu ihr und quetsche mich so ein bisschen am Inneren vorbei und zahle aus eigener Tasche dann. Boah, hab ich Geld? Herzchen. Stimmt, oder? Du hast Geld dabei, ja. Ich habe euch allen okay. Ein bisschen Startgold reingepackt, glaube ich. Wie viel war das? Ein Kupfer? Ein Kupfer. Okay, wie viel Startgold hat man? Weil bei mir steht nichts. Bei dir steht nichts? Was?
Oh, bei dir steht wirklich nichts. Reicher. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Gold bekommen. Ich habe euch allen 15 Gold reingepackt, weil das war das, was ihr auf die Schnelle mitnehmen konntet. Sicher, okay, dass du ausgeben möchtest? Ja, kein Problem. ein Kupfer nur? Mhm. Okay, dann lege ich ein Goldstück dahin. Und sage... wer bedient uns gerade? Die Elfen? Nein, der Elf hier direkt vor euch. Der Elf vor euch, okay. Hier. Dann sage ich, mach zwei draus. Er guckt das Goldstück an, guckt dich an. Hast du es nicht kleiner? Wie teuer wäre es? Ich habe leider nur Goldstücke. Aber wie teuer wäre es, wenn ich für meine Freunde hier... Was möchtet ihr trinken? Bier? Wasser. Irgendwie nur so. Ich nehme den besten Schnaps. Einmal den besten Schnaps, einmal Wasser. Was ist mit Cray? Cray tänzelt so ein bisschen verunsichert zwischen unseren Füßen hindurch und schaut auf und du merkst in seinen Augen so, er hat auch ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Ich sage, ja, für Cray gerne ein Wasser für mich. Ich schließe mich Irwin an und nehme meinen Schnaps. Habt ihr was zu essen? Sicher. Wonach dünstet es euch? Ich kann euch anbieten, wir haben heute als Tagesgericht unsere gegrillten Wildschweinkoteletts an Kartoffeln, aber wir haben natürlich auch alles Mögliche an Salaten oder Suppen. Alles natürlich aus dem lokalen Anbau hier. Wildschweinkotelett hört sich gut an. Dann einmal das für uns alle und die Getränke. Für mich auch ein Schnaps. Jetzt muss ich rechnen. Moment. Ich komme so ganz langsam auf ihn zu. Wie teuer wäre das? Also, die Wildschweinkoteletts kosten 3 Silber pro Person. Pro Portion. Insgesamt? Ja. Ja, und er überschlägt. Der beste Schnaps, habt ihr gesagt. Wie teuer also, ist denn der beste Schnaps? Unser bester Erdbeerwein kostet pro Flasche 10 Gold. Ich vertraue darauf, dass du mir das wieder reinholst, Inren. Wir nehmen ihn. Ja, dann mach das 10 Gold und... 15 Silber und 3 Kupfer. Eine Übernachtung wäre wie teuer? Pro Zimmer 4 Silber pro Nacht. Wo sind wir dann insgesamt? Wie viele Leute gehen in ein Zimmer? Wir haben unterschiedliche Zimmer. Wir haben 4-Personen-Zimmer, wir haben 2-Personen-Zimmer. Es kostet aber pro Zimmer, nicht pro Person. Wollen wir 2 Zimmer machen? Einmal 4 für uns, für Liesel, Ashen, Eliza und mich. 1 und 1 für Inrin und Valen. Ja, ganz wie ihr möchtet. Ein 2er-Zimmer, ein 4er-Zimmer, bitte. Ja, macht 8 Silber nochmal. Wo sind wir jetzt insgesamt? Ich hab's nicht so mit addieren. Macht 10 Gold, 23 Silber, 4 Kupfer. In Gold? Wie in Gold? 23, das sind ja 2 Gold, dann sind wir ja bei 12 Gold, 3 Silber und was war's? Wie viel Kupfer? 4. 4. Ich lege 13 Gold hin. Passt das so? Ich bin mir nicht sicher, also man sieht mir das auch an. Aber ich grinse so halb selbstverständlich. Kannst mich doch jetzt hier nicht mehr so machen lassen. Ich hasse dich. Well, mein Intelligenzscore reicht dafür nicht aus. Ja, meiner als DM auch nicht. Ich glaube, es ist sogar zu viel, was du gegeben hast. If I'm not completely wrong. Es ist zu viel, ja. Also ich als Spieler kann dir sagen, es ist zu viel. Aber Valen in Character kann dir sagen, weil hat keinen Plan. Ja. Passt das so? Elf schaut dich an und nickt einfach nur. Wundervoll. Risa beobachtet ihn von der Seite und lehnt sich so auf die Theke
und guckt ihm so direkt in die Augen. Er beachtet sich gar nicht. Guter Mann. Bitte? Nach diesem netten Trinkgeld, könnt ihr uns einmal kurz einen kleinen Vorgeschmack geben, was uns hier im Dorf erwartet? Wir sind neu. Neun offensichtlich. Chat. Neun. Naja. Ich bin street smart, aber Dorf? Nicht. Wir sind hier irgendwo am Nirgendwo. Was verschlägt Abenteurer wie euch her? Oh, wir sind auf der Durchreise. Auf der Durchreise? Und dann genießt euren Aufenthalt in Sylvanus. Wenn ihr unseren Markt besuchen wollt, wir haben hier alles frisch angebaut. Unsere ganzen Bauern und die ansässigen Schmiede sind sehr, sehr hervorragend. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Aber wo wollt ihr hin, wenn ihr auf der Durchreise seid? Hier ist doch weit und breit nichts außer die Berge. Oh, das wissen wir noch nicht. Habt ihr ein Badehaus oder habt ihr hier im Haus ein Bad? Ja, tatsächlich haben wir im Keller ein Bad. Wascht ihr auch Klamotten? Nein, das müsst ihr selber machen. Kein Waschdienst. Okay. So viele Fragen, murmelt Aschen. Im Keller einfach, wo lang geht's da? Ich zeig so ein bisschen auf meine Klamotten. In Karen hätte es einen Waschdienst gegeben. Ja, ich glaube, das braucht ihr auch wirklich dringend. Er deutet einmal nach, warte mal, es ist aus seiner Position links, von euch aus rechts. Oh, das war falsch. Feuerball. Ja, er deutet nach links, hier unten. Feuerball. Seht ihr das? Yes. Ich weiß nicht, ob ihr die Treppe seht. Ja. Da geht's runter in den Keller und dann direkt die erste Tür links. Da habt ihr ein Badezimmer, ein kleines mit ein paar Badewannen und alles, was ihr so braucht. Die Treppe hoch, geht's zu euren Zimmern. Und er würde euch zwei Schlüssel hinlegen. Mhm. Ich nehme einen. Riese nimmt sich einen davon. Vierer? Ja, welcher ist der Zweier für das Zweierzimmer? Den Riese hat. Also, wer würde zu... Wollen wir tauschen? Zu ihr nicken. Gerne. Wir suchen uns einfach einen Tisch irgendwo. Ja, setzt euch. Macht es euch bequem. Okay. Chlorina bringt euch dann das Essen. Dankeschön. Und ich würde zu Liesel gehen und ihr meinen Arm anbieten. Oh, dankeschön. Zu einem der Tische. Dieser Barhocker ist echt hoch. Der würde sich da ans Kochen machen. Du nimmst mich runter, trägst du mich so auf zwei Händen? Nein, ich setze dich praktisch auf die Füße und dann nehme ich so deinen Arm und halt ich so und geleite dich einfach. Ich mich auch tragen lassen. Ich hätte dich getragen, wenn du es mir gesagt hättest. Aber ich würde dich hier zu der Bank geleiten. Dankeschön. Kratos, schon mal Liesel hinterher. Seiner neuen besten Freundin seit dem Futtervorfall letztes Mal. Und chillt sich so ein bisschen neben euch. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe den NPC vergessen. Ich würde ihn auch kaufen. Ja. Ist sie mir gerade so aufgefallen. Oder kommt sie jetzt erst rein? Sie ist mitgekommen. Steht wahrscheinlich neben vergessen. Uns, oder? Ja, ja. Okay. Ich habe sie einfach vergessen. Das. Muss ich jetzt noch mehr Geld zahlen, damit sie auch essen und trinken kriegt? Nein, das war mein Bad. Okay. So. Gray freut sich natürlich übers Kraulen. Adrian hüpft von diesem Hocker und stapft hier nochmal so extra ein bisschen auffällig durch. Und setzt an der Bedienung vorbei, die dich echt misstrauisch mustert. Und würde einfach, ohne jemanden weiter anzusehen, hier drüben auf diesem Hocker Platz nehmen. Mhm. Auch so halb hochhüpfend. Der Tisch dürfte mir so ungefähr bis zum Kinn gehen. Kannst du dich auf den Tisch setzen? Möchtest du dich auf meinen Rucksack setzen? Oh, das wäre großartig. Wie so ein Kindersitz.
der Kindersitz für Feen. Ja. Ja, ich würde meinen Rucksack dann da so drauflegen, dass er sich da halbwegs bequem auf die Bettrolle setzen kann, die hinten drauf geschnallt ist. Ach, das ist sogar viel besser als dieses unbequeme Holz. Oh. Ich würde mich so richtig schön bequem da so ein bisschen so reinschaukeln. Ich laufe so hier dran vorbei, würde einmal dem Tabaxi freundlich zunicken. Ist das ein Tabaxi? Es ist ein katzenähnliches Wesen. Kannst du okay. Nicht ganz ausmachen. Ich würde ihm zunicken und würde mich daneben innen setzen. Der guckt dich ganz kurz an und dann ganz panisch wieder weg und fokussiert sich auf sein Essen. Komm, Valen. Was stehst du noch darum, nachdem du unser ganzes Geld ausgegeben hast? Ich bring dir das an unseren Tisch? Die haben nicht mal einen Waschdienst. Also wenn sie das für so viel Gold nicht an unseren Tisch bringen, werden sie was erleben. Na gut. Uah! Siehst du das? Was? Die zwei Zwerge da. Die sehen gleich aus. Das ist korrekt, ja. Flüstert ihr das? Ja, ja. Ja. Okay. Ich guck mir die genauer an. Sehen die actually gleich aus? Ja. Die unterhalten sich gerade. Noch ein bisschen näher ran. Freuen sich über ihren Kuchen. Ob das wohl Zwillinge sind? Und beide gleich aus. Haben beide einen langen, braunen Rauschebart. Das Einzige, was sich ein bisschen unterscheidet, ist, dass der eine neben sich einen Hammer liegen hat und der andere eine Spitzhacke. Ja, los. Entscheide dich. Willst du sie ansprechen oder weiter anstarren? Starren. Aber ich setze mich vorher zu den anderen. Dann komm. Ich lass dir kurz die Wahl. Kannst dir aussuchen, auf welche Seite du gehst. Okay. Dann gehe ich neben Risa. Okay. Alles klar, ihr nehmt also Platz. Und ja, es wird immer ruhiger. Ihr merkt immer, die Leute unterhalten sich auf jeden Fall. Aber seit eurer Ankunft ist es etwas ruhiger geworden. Ihr merkt immer wieder, dass ihr so einen Seitenblick kassiert, ne? Und nach ein paar Minuten kommt die Bedienung zu euch. So, ihr wolltet den Apfelwein und Erdbeerwein, ja. Da stand noch ein Tee auf der Bar. Wem gehört der? Oh, das ist meiner. Ah, den habt ihr vergessen. Und sie würde definitiv viel freundlicher Liesel angucken als die anderen von euch. Dankeschön. Sie stellt euch das alles hin. Kann ich sonst noch was für euch tun? Danke. Könnte man einem Drachen vielleicht ein Wasser geben? Das wäre nett. Macht ein Kupfer. Noch ein Kupfer nach dem Trinkgeld. Für ein Wasser. Er hat das Wasser für den Drachen schon bezahlt. Genauso wie den Rest von unseren Sachen. Ich würde sagen, eigentlich müsste... Ja. Eigentlich müsste für jeden was zu trinken da stehen. Außer Valen hat da nicht an Cray gedacht. Doch, habe ich. Eigentlich schon. Er hatte nachgefragt. Aber muss ja, glaube ich, eher auf dem Boden oder, keine Ahnung, ein bisschen andere Konsistenz. Sie stellt das nicht auf den Boden, sie stellt das einfach auf den Tisch. Okay. In einem Glas? Ja. Kommt er da gut rein? Weil es ja keine Schüssel oder so ist. Ist das dann wie so eine Katze, die den Kopf bis an den Grund da reinstülpt, oder? Genau dieses Bild habe ich auch gerade im Kopf. Man stellt das Cray hin. Schau ihn an und denk mir so. Er guckt mich so ein bisschen verzweifelt an, schaut nach oben und steckt seinen Kopf ins Glas. Wie eine Katze. Das ist das erste Mal, dass du siehst, dass die eure Bedienung etwas lächeln muss, seit ihr angekommen seid. Sich abwendet und wieder geht. Ich würde mal die Ohren spitzen und gucken, ob ich mit meinem Gehör irgendwas an Gesprächsfetzen in der Umgebung auffangen kann, von entweder den Bauern oder von den zwei Zwergen. Ja, dann gib mir mal einen Perception-Check.
Ich habe Vorteil, weil ich horch. 9, verdammt. Es ist viele Gespräche durcheinander. Also du hörst immer mal wieder, na, hier die tolle Ernte, da war wieder das, der Gang hoch auf die Berge, sehr mühselig. Aber so richtig genau kannst du es nicht ausmachen. Also immer so einzelne Wortfetzen, aber genaue Themen kannst du dir nicht ergründen. Es wird so laut hier. Haben wir unser Essen auch schon? Würde, ja. Inrin würde mit so beiden Händen, weil das Glas ja für ihn verhältnismäßig groß ist, dieses Schnapsglas nehmen und das erstmal gut ansetzen und einen guten Schluck nehmen. Ah, endlich was. Haben wir nicht eine ganze Flasche bekommen? Wasser die ganze Zeit. Ja. Eine ganze Flasche und Gläser dazu. So, nach einer Weile, wenn ihr jetzt nicht sagt, ihr wollt noch irgendwas Spezifisches machen, würde sich eine Gestalt euch nähern. Wollt ihr, oder? Ich würde erstmal essen und trinken. Was hatte Liselle jetzt zu trinken? Ihren Tee, ne? Ein Tee, einen Kräutertee. Liselle, falls du noch etwas nachtrinken möchtest nach deinem Tee, sag Bescheid, dann schütte ich dir ein. Wie bitte? Du musst ein bisschen lauter reden, es ist sehr laut hier drin. Wenn du noch was trinken willst, dann sag Bescheid und ich schütte dir ein! Okay, danke schön. Gerne. Was ist denn das für ein Geschrei hier? Wir haben eine ältere Dame mit dabei. Eine ebenso alt aussehende Elfe wie Liselle hat sich gerade an euren Tisch gesellt. Sie nickt Liselle zu. Nickt zurück. Hallo. Ihr seid neu hier. Was verschafft mir die Ehre, euch in meinem Etablissement begrüßen zu dürfen? Mein Name ist Miranda. Ich schaue zu ihr leise. Und die anderen? Liesel trinkt weiter ihren Tee. Guten Abend, mein Name ist Risa. Risa. Dann meldet sich Eliza zu Wort. Also, wir, man merkt, sie ist sichtlich nervös. Uns wurde gesagt, dass... Huch? Oh. Uns wurde gesagt, dass... Bei der Musik wäre ich auch nervös. Ja, ja, aber... Ah, jetzt ist Angel. Okay, ja, okay. Ja, you get it. Uns wurde gesagt, dass ihr uns helfen könnt. Wir sind auf der Suche nach... Und ihre Stimme wird leiser. Nach den Artefakten. Oh, direkt rein. Okay. Können Sie uns dabei helfen? Miranda mustert euch. Ihr Blick schweift von jedem Einzelnen zu euch, von euch, einmal durch die ganze Runde. Das ist nicht euer Ernst. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Wieso? Wie oft ich jetzt hier schon Abenteurer hatte, die nach diesem Ammenmärchen gesucht haben. Ihr glaubt also nicht an ihre Existenz? Selbstverständlich nicht. Na, wenn es nur ein Märchen ist, könnt ihr uns doch davon erzählen. Dann geht davon hier keinerlei Gefahr oder irgendetwas anderes aus. Ich habe wirklich keine Zeit für Märchenstunde. Wenn ihr es wissen wollt, dann geht morgen früh zum Rathaus. Jetzt ist da niemand mehr. Da könnt ihr in der Bibliothek nachschlagen. Aber ich habe schon genug Wanderer gesehen, die nach diesem Märchen gesucht haben und nicht wiedergekommen sind. Ja. Was ist denn, wenn wir es für ihre Zeit wertvoll machen? Und ich lege nochmal eine Goldmünze hin und schiebe die langsam in ihre Richtung. Sie ist sichtlich unbeeindruckt. Ich hole noch eine raus und leg die dazu. Mein Beutel ist leer. Wähle einfach Pleite am Tag ein. Wie reagiert sie mit 2 Goldmünzen? Keine Reaktion. Mein Lieber, ich weiß nicht, wo ihr herkommt,
aber Gold hat ja einen anderen Wert als sonst in irgendeiner Stadt. Ja, vielleicht können wir euch anderweitig irgendwie eure Zeit wert machen. Du siehst, wie sie überlegt. Gib mir mal einen Persuasion-Wurf. Mhm. Neun. Wo ich herkomme, sind die meisten an Gold interessiert, aber wir haben auch vielerlei andere Dienste, die wir anbieten könnten. Sie schüttelt den Kopf. Sie hat kurz überlegt, hat sichtlich mit sich gehadert, weil es scheint irgendwas scheint doch schon zu sein, wo ihr helfen könntet, aber sie schüttelt den Kopf. Nein. Ich sehe nicht so, wie ihr wieder geht und dann nie wiederkommt. Ah. So gefährlich also, ja? Zumindest augenscheinlich. Alle Wanderer, die danach gesucht haben, kamen nie wieder zurück. Deshalb möchte ich euch dringend davon abraten. Übernachtet hier und dann geht. Ich habe eine Frage. Wenn es nur Humbug ist, wieso kommen sie dann nicht wieder zurück? Vielleicht, weil sie in irgendwelche Monsternester reinstechen. Wer weiß, was für Gefahren sich in den Wäldern oder in den Bergen lauert. Und ich sehe das Problem. Vielen Dank für die Warnung. Dann werden wir das natürlich meiden. Wo ist es, damit wir es meiden können und nicht aus Versehen hineinstolpern? Sie schüttelt den Kopf. Ihr kriegt kein weiteres Wort aus mir heraus. Übernachtet hier und dann geht. Und sie wendet sich zum Gehen. Möchte sonst noch jemand was sagen? Oder machen? Ich warte kurz ab. Okay, dann geht sie. Valen, du warst auch schon mal charmant, hm? Ich glaube, du hast recht. Ich muss erst meine Sachen waschen. Irgendwie hat die Reise mir doch ganz schön viel angetan. Ich halte ihm unsere Schnapsflasche hin. Vielleicht lockert das deine Zunge noch ein bisschen weiter. Oh ja. Erdbeerig. Ich würde einmal an der Flasche riechen. Ja. Riecht definitiv nach Erdbeeren. Willst du noch genauer danach riechen? Daran riechen? Mhm. Dann brauche ich einen Perception-Wurf. Net 20. Oha! Oh. Du riechst an dem Wein und dir ist bewusst, dass der wirklich, wirklich gut und lange gegart ist. Also das waren frische Erdbeeren und die wurden sehr, sehr sorgfältig bearbeitet. Also du kannst dir sicher sein, ihr habt hier wirklich was Gutes für euer Geld bekommen. Mhm. Aber keins noch irgendwie was reingemischt oder sonst irgendwas? Nein. Das ist definitiv ein hochwertiges, unverfuschtes Produkt. Ich würde mir Imrins Becher nehmen und einen Schluck von dem Wein nehmen und ihn dann wieder hinstellen. Riecht? Ja? Ja. Ich wollte erst abwarten, falls Imrin darauf reagieren will. Ich will jetzt nicht. Ich würde das einfach nur beobachten, würde gucken. Ich hätte das sowieso nicht alleine geschafft. Ich dachte, wie auf ein Zeichen auf diese Worte von Inrin möchte auch Cray in dem Moment Richtung Inrin laufen. Wir hatten ja auch gerade so ein bisschen Essen bekommen und er ist sich nicht sicher, ob Inrin seine Portion geschafft hat und schaut ihn jetzt so vom Boden aus mit großen Augen an. Und ich würde so, nachdem ich so ein bisschen was von diesem für mich natürlich viel zu großen Fleisch gegessen habe, würde ich den Teller so nehmen. Ich hab dir natürlich was übrig gelassen, würde den Teller so, würde mich kurz umsehen und würde den einfach versuchen, so auf den Boden zu stellen und würde den so die letzten paar Zentimeter, so weit wie ich mich fallen, nach unten strecken lasse, so ganz vorsichtig so auf den Boden fallen lassen. Er macht so einen kleinen, fast wie so einen kleinen Minisprung, während er sich auf sein Essen stürzt und ist sehr happy mit dir und freut sich.
Findet ihr nicht auch, dass die Leute hier ein bisschen seltsam sind? Niemand interessiert sich für Gold, wirklich. Außer der Barkeeper. Naja. Und die anderen Leute hier tauschen super viel. Ich glaube, wir kommen hier weniger mit Münzen weiter und mehr mit Gefälligkeiten. Ja, wahrscheinlich Handelsware. Vielleicht müssen sie erstmal dafür sorgen, dass sie genug zu essen haben. Oder so. Also der Wein ist extrem gut. Darf ich mal? Bitte? Ich rieche an dem Wein. Riecht er stark nach Alkohol oder eher süßlich? Sehr süßlich. Also gut, auch angenehm? Ja. Okay, dann kippe ich die Flasche kurz in meine Hand und so, dass ich eine kleine Pfütze habe, und dann packe ich die so an meinen Nacken. Ich würde mich mal unter die anderen Leute mischen. So als Parfümersatz. Vielleicht erzählt ja einer der anderen was. Dann steht Bring dich nicht in Schwierigkeiten. Ja. Und ich würde mich nur zu Risa rüberbeugen. Diese Katzengestalt da in der Ecke, die ist dir ziemlich aufgefallen, oder? Das ist der Einzige, der hier so richtig nervös wirkt. Durchaus. Ob er auch noch weitere Pläne hat? Zumindest scheint er nicht die gleichen zu haben wie die Bauern rechts neben uns. Wieso gehen wir ihn nicht fragen? Wieso sollten wir ihn gerade deswegen nicht fragen? Ich und nicht so. Figure of speech. Wir sollten ihn fragen gehen. Und ich würde nur, ich würde nur kurz über meine Schulter schauen und ich so, was wir aus ihm rausbekommen, und würde von diesem, von dem Gepäck auf dem Stuhl runterhüpfen, würde so, während ich so tue, als würde ich mit euch reden, so gestikulierend rückwärts laufen, und würde dann bei ihm so an den Stuhl stoßen aus Versehen und dann so, oh, ich bin scheinbar nicht der einzige Auffällige hier, und würde mich nur zu ihm rumdrehen. Okay, was möchte Liesel machen? Die sitzt weiter auf ihrem Stuhl und trinkt einfach ihren Tee weiter. Sie ist gar nicht aktiv dabei gerade. Sie freut sich einfach, dass sie nach so langer Zeit endlich ein Dach über dem Kopf sitzen kann, sich entspannen kann. Warmes Getränk. Ja, okay. Wayland, wolltest du zuerst? Ja, ich stehe auf und gehe mal zu dem Nachbarstisch, wo die Bauern sitzen. Ich näher mich aber relativ langsam und würde erstmal so einen Blick auf den Tisch werfen, um die Situation zu erfassen. Nicht, dass ich gerade in ein Privatgespräch einen Platz oder so. Nö, die unterhalten sich eigentlich relativ. Inzwischen etwas leiser, seit ihr euch neben sie gesetzt habt, ne? Aber du siehst dort zwei Elfen und eine Halblingsdame sich unterhalten. Essen gerade ihr Obst und Gemüse. Scheinen auch nach ihrer Arbeit hergekommen zu sein. Aber wirkt jetzt nicht so, also sie wirkt nicht so, als wären sie erpicht darauf, dass jemand ihr Gespräch mithört. Aber es scheint auch nicht so, als würden sie sich über irgendwas super Geheimes unterhalten. Was sagtest du, welche Rassen? Zwei Elfen, eine Halblingsdame. Okay. Also ein Elfen und eine Elfin. Okay, dann würde ich mich mal so vor den Tisch stellen und sagen, guten Abend, darf ich mich wohl kurz dazu setzen? Mein Name ist Valen. Ich bin gerade angereist mit meinen Freunden. Die beiden Damen verstummen und der Elf guckt dich an. Was? Setzt euch. Dankeschön. Valen, sagtet ihr, richtig? Ja. Ja, wie können wir euch helfen? Willkommen. Ihr seid neu. Ja, richtig. Ich dachte mir, ich frage vielleicht ein paar, die sich hier auskennen, damit wir gut ankommen in eurem schönen Dorf. Oh, wonach strebt euch denn der Sinn? Wir haben ein paar wunderschöne Felder außerhalb des Dorfes. Ja, Erdbeerfelder, oder? Unter anderem, wir bauen sehr viel an Obst und Gemüse an. Ihr selbst auch? Ja, natürlich. Wirklich? Was denn? Wir bauen Mais an, wir bauen wir bauen ganz viele verschiedene Arten von Kürbissen an, oft auch Kartoffeln und die ganzen Melonen und Äpfel, die ihr seht, gibt es auch bei uns auf der Farm.
Natürlich nicht alle zu jeder Jahreszeit, aber man muss ja untereinander tauschen, ne? Euren Mais muss ich unbedingt mal probieren. Und kommt gerne bei uns auf der Farm vorbei. Allerdings habe ich momentan noch nicht so viel Gold. Wir haben eine lange Reise hinter uns und ich wollte mal fragen, ob euch vielleicht Arbeitsmöglichkeiten im Dorf bekannt sind. Wir haben eben schon mit, und ich blicke kurz zu ihr, mit Miranda gesprochen. Aber sie wirkte etwas betrübt darüber, dass die meisten, die hier anreisen, wohl nur nach irgendwelchen Artefakten suchen würden. Gefährlich? Oh. Sie wirkte etwas besorgt. Gib mir einen Persuasion-Wurf. Und ich gehe etwas nach vorne und lasse so einen kleinen Erdbeergeruch mit Wind über meinen Nacken zu dem fahren. Du siehst, wie er ganz kurz etwas verwirrt ist, dann so riecht. Dann schaut er dich an, schaut kurz über die Schulter zu Miranda zur Bar. Ja, hier kommen häufiger Wanderer, Abenteurer vorbei auf der Suche nach dem großen Gold. Ja. Was ziemlich viel Schwachsinn ist. Das Einzige, was es hier gibt, sind unsere Minen. Aber davon ist eine schon seit Jahrzehnten gesperrt. Wieso das? Ich weiß nicht, ob sie... Ja, die ist eingestürzt. Das hat was mit einem Märchen zu tun, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das war. Damit habe ich mich auch nie weiter beschäftigt. Also das ist ja für uns auf unserem Hof nicht so relevant. Aber... Da hinten, das ist wohl auch nicht ganz ungefährlich. Und dann haben wir noch unsere Kirche, aber auch die ist zerfallen, die mussten wir auch abgeben. Also ist alles nicht so leicht hier. Und die Kirche, ist die auch wegen des Märchens zerfallen, oder? Das wissen wir nicht. Die ist auch, irgendwas ist hier ganz komisch passiert. Erst stürzt die Mine ein, dann stürzt die Kirche ein. Also ich würde hier echt ein bisschen aufpassen. Wie lange ist das her? Oh, schon eine ganze Weile. Schon, ja, da war ich noch ein ganz kleiner Stöpsel, also schon ein paar Jahrzehnte. Und dieses Märchen? Ihr kennt das wahrscheinlich nicht? Ja, man hört es halt immer mal wieder, ne? Aber es hat mich nie wirklich interessiert. Ich glaube nicht so an so Märchen. Wen könnte man denn da fragen? Ich bin eigentlich sehr märchenaffin. Naja, also entweder muss euch Miranda das erzählen, die ist eine sehr gute Märchenerzählerin, oder ihr könntet es nachlesen gehen. Unsere Bibliothek hat alles Mögliche an Büchern und da sind auch bestimmt die Märchen alle eingebracht. Okay. Danke. Gerne. Und kommt, stellt sicher, dass ihr uns auf dem Hof besuchen kommt. Mache ich. Euer Name? Oh, ich bin Elvin. Elvin. Elvins Hof, ja? Ja. Ist das Mais? Elvins Maishof? Nein, nicht Maishof, einfach nur Elvins Hof. Und die Elfe, die ihm gegenüber sitzt, guckt ihn total schockiert an. So als wäre das gerade aus den Haaren herbeigezogen. Sagt aber nichts weiter. Sehe ich das? Okay, dann würde ich einen Inside-Check machen, ob die Person mich anlügt. Mach das gerne. Oder so, also. Yeah. Ich ziehe so eine Braue hoch, wow, und hinterfrage das. Ach so. Critical 20. Natural. Du bist hier ziemlich sicher, dass der Hof keinen Namen hat. Ihm ist aber sehr gut gefällt, dass der Hof auf einmal seinen Namen hat. Denn er ist schon sehr stolz auf all das, was er anbaut. Okay. Dann lächle ich. Und bevor ich gehe, ich bin schon halb am Aufstehen, sage ich noch. Kennt ihr die zwei Zwerge? Sind die hier einheimisch? Du meinst unsere beiden Emberbro-Brüder da hinten? Und er zeigt auf die Zwerge da hinten in der Ecke. Zwillinge? Ja, selbstverständlich. Sieht man doch. Dann möchte ich euch nicht weiter stören. Danke. Gerne. Und er wendet sich wieder dem Gespräch zu. Nein, dann gehe ich wieder zu den anderen. Ich weiß nicht, ob derweil bei euch was passiert. Ja, ich glaube, May. Inran, möchtest du mir nochmal erzählen, was genau du gemacht hast? Ja, ich bin ja so quasi so rückwärts zu dem Tisch, bis ich dann irgendwann ganz durch Zufall an diesem Stuhl angekommen bin, so ein bisschen angestoßen bin an diesem leeren Stuhl hier neben der Person. Ja. Ich würde mich halt nur rumdrehen und so, ich
bin hier scheinbar nicht der einzige Auffällige. Ah, das ist ja wunderschönes Fell. Wie wird das gepflegt? Das ist doch nicht nur das normale Flusswasser, oder? Doch, doch, das ist sicher. Das Flusswasser hier sah echt gut aus. Die Katzengestalt schaut dich mit großen Augen an. Tachi fragt sich, was der Unbekannte will. Tachi fragt sich, warum der Unbekannte seinen Namen wissen will. Tachi wird ihm seinen Namen nicht sagen. Und ich schaue ihn nur an, grinst so ein bisschen. Okay, dann sagt mir Tachi seinen Namen besser nicht. Nein, und wird Tachi nicht tun. würde nur den Stuhl so ein bisschen so nach hinten schieben. Darf ich mich kurz setzen? Tachi fragt sich, warum sich der Unbekannte setzen will. Weil es schön ist, nicht der Einzige. Andersartige hier zu sein. Und ich dachte, vielleicht können wir uns kurz unterhalten. Du wirkst so nervös. Und vielleicht, wenn wir zu zweit sind, musst du nicht mehr ganz so nervös sein. Ich Andersartige sind noch meine Freunde und die passen auf. Andersartige sind hier nicht gern gesehen. Tachi weiß, wovon er spricht. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Vielleicht sind die einfach nur neidisch. Meine Flügel, dein schönes Fell. Wer weiß. Also ja, die Bärte von den zwei Zwergen sehen schon echt gut aus, aber nicht so gut wie dein Fell. Meinst du das ehrlich? Ja, natürlich. Okay. Gib mir trotzdem mal einen Persuasion-Wurf. Eine 13. Katzengestalt, guck dich an. Ja, Tachi glaubt auch, dass die alle neidisch sind. Ja, siehst du. Aber Tachi glaubt auch, dass ihr ganz schön vorsichtig sein sollt. Andersartige werden hier nicht gerne gesehen. Warum denn? Und warum bist du dann noch hier, wenn Andersartige nicht gern gesehen werden? Gab's hier auch mal andere? Das weiß Tachi nicht. Seit Tachi hier ist, war das alles immer schon so. Wie lange bist du denn schon hier? Das ist wieder überlegt. Oh, bestimmt schon viele Monde. Tachi wohnt unten am See. Tachi hat ein wunderschönes Zelt. Oh. Können wir dich irgendwann mal besuchen kommen? Was arbeitest du hier oder wohnst du nur hier? Guckt kurz zu der Gruppe, guckt dann zu dir. Tachi glaubt nicht, dass alle in sein Zelt reinpassen. Es sind ganz schön viele für Tachis Zelt. Wir können uns ja auch einfach nur an dem schönen See treffen, wo dein Zelt steht. Dann kannst du Tachi fischt gerne am See. Und Fisch verkauft sich gut. Mhm. Und so ist Tachi halbwegs angenommen hier. Tachi hat keinen anderen Ort, wo er hingehen kann, also bleibt Tachi hier. Ah, deswegen wohnst du also hier. Und warum sagst du, dass Andersartige hier nicht gern gesehen werden? Was machen sie mit Leuten, die sie nicht hier gerne sehen? Oh, gar nichts. Tachi hat nichts gesehen. Tachi findet nur, dass sie immer komische Blicke werfen. Wie gesagt, die sind nur neidisch, glaub mir. Sie waren auch nicht böse, aber sie gucken. Tachi machen Blicke Angst. Also bitte starr Tachi nicht so an. Und ich würde einfach ihn nicht anschauen, sondern nur so ein bisschen so durch den Raum schauen und dann so. Dann ist es ja gut, dass wir jetzt da sind. Dann starren die Leute vielleicht mehr uns an als dich. Dann hast du vielleicht ein bisschen Ruhe. Das fände Tachi sehr schön. Können wir das Gespräch vom Tisch aus hören? Ja, also es ist ja relativ nah. Klar, die Musik spielt im Hintergrund, aber dadurch, dass es ja immer später wird und immer ruhiger, ich denke schon, die flüstern ja nicht. Hm. Oder flüsterst du? Nö. Also Tachi flüstert nicht. Nö. Definitiv nicht.
Und ich würde dann so langsam so das Gespräch so ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Sag mal, das mit diesem Märchen von diesen Artefakten. Hast du das schon mal gehört? Glaubst du, dass da irgendwas dran ist? Er überlegt. Tachi glaubt, irgendwas muss daran sein. Aber Tachi weiß nicht was. Hier verschwinden immer wieder Leute. Leute kommen, Leute gehen, Leute bleiben weg. Tachi denkt, das ist gefährlich. Weißt du, in welche Richtung sie gehen? Bevor sie nicht mehr wiederkommen? Nein. Warst du in letzter Zeit südlich vom Dorf? Tachi ist immer westlich vom Dorf. Östlich, nicht westlich. Ja, stimmt, du bist immer sehr mit deinem Fischen beschäftigt, vermute ich. Tachi liebt seinen Fisch. Sollten wir irgendwann mal Fisch von dir holen? Was könnten wir vielleicht für dich tun, damit du uns einen deiner Fische gibst? Oh, was, aber Tachi ist doch zufrieden. Tachi braucht nichts. Warum? Tachi kennt Fremdens Namen gar nicht. Tachi möchte wissen, wie der Fremde heißt. Nenn mich Inn. Inn. Tachi merkt sich Inn. Okay. Inn. Tachi fragt sich, warum du seinen Fisch haben möchtest. Du hast gesagt, der ist sehr lecker und der verkauft sich gut. Da dachte ich, den muss man ja mal probieren. Tachi ist der Meinung, dass du das auf dem Markt kaufen solltest. Oder Tachi beim Zelt besuchen sollst. Okay, dann besuchen wir dich sicherlich mal bei deinem Zelt. Aber nicht alle gleichzeitig. Nicht alle auf einmal. Tachis Zelt ist nicht groß genug. Okay, dann nicht alle gleichzeitig. Ich bin ja nicht groß, ich passe sicher in dein Zelt. Tachi denkt, Inn passt sehr gut rein. Dann lasse ich dich mal weiter essen und geh wieder zurück zu meinen Leuten. Er nickt und wendet sich seinem Essen zu. Und ich würde von diesem Stuhl hüpfen, mich nochmal kurz verbeugen und wieder zurückgehen. Also, der Kleine hat einfach nur hauptsächlich Angst vor den Blicken anderer. Und er scheint nicht wirklich Gesellschaft zu mögen, weil wenn, dann sollen wir nur einzeln zu seinem Zelt kommen und nicht alle auf einmal, meinte er. Er angelt hier übrigens. Von ihm sind scheinbar die ganzen Fische auf dem Markt. Ich beuge mich ein bisschen nach vorne und schaue zu Inwin rüber. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genau das Zelt an dem Teich ist und nicht See, an dem wir vorbeigekommen sind? Er meinte zumindest, dass es genau das ist am Teich und dass er da wohnt. Und da ich davon ausgehe, dass er darin wohnt, glaube ich, dass es ein Zelt ist, was noch intakt ist. Aber war das da hinten nicht kaputt? Und warum sind auf seinem Tisch zwei Teller? Vielleicht hat er sehr viel Hunger. Möchten die anderen noch was machen? Was macht Valen? Geht er zurück? Ja klar, wenn ich mittlerweile fertig bin, würde ich zurückkommen und dann setze ich mich wieder hin. Hände auf den Tisch, leicht nach vorn gebeugt. Ashen. Ja? Gute Neuigkeiten. Mhm. Dein Nervenkitzel wird eventuell auch in einer eingestürzten Mine oder in einer zerfallenen Kirche gestillt. Ich beiße mir ein wenig aber auf die Lippen und lächle und denke mir so, cool. Und dann fasse ich zusammen, was die Leute am Tisch mir gesagt haben. Also mit Elvins Hof, dass die Kirche oder dass die
Mine eingestürzt sei und die nicht genau wissen, wieso und dass das mit einem Minenmärchen zusammenhängt. Also alles, was sie mir erzählt haben, sage ich. Vielleicht ist das ja auch etwas, das interessant wäre. Oh, und sie haben uns auch gesagt, oder mir auch gesagt, dass die Bibliothek wohl sehr aufschlussreich sein würde. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe keinen Bock, irgendein Buch zu lesen. Das ist nichts Neues. Das können vielleicht Liesel und ich übernehmen. Aber habt ihr nicht auch das Gefühl gehabt, dass unsere Gastgeberin irgendetwas ein bisschen zu schaffen gemacht hat? Ja. Sie wirkte besorgt, dass Leute in diesen Gerüchtjägereien verloren gehen. Sterben. Ja. Taji da drüben an dem Tisch erwähnte auch, dass jeder, der irgendwie dem Märchen nachgeht, verschwindet, aber nicht wiederkommt. Aber er weiß leider nicht, in welche Richtung die Leute das Dorf verlassen. Habt ihr die Axt und den Hammer auf dem Tisch der Zwerge gesehen? Vielleicht sind sie öfters in den Minen. Das sind die Ember-Brüder. Und das soll uns was sagen? Ja, wahrscheinlich, dass sie, wie Ashen schon gesagt hat, oft in der Gegend der Mine sind. Aber warum sollten sie da sein, wenn es eigentlich gefährlich ist? Also, für mich wäre das sehr interessant herauszufinden, ob sie trotzdem dorthin gehen. Ich glaube, es gibt mehrere Minen und es ist nur eine eingestürzt. Wahrscheinlich gehen sie in eine freie. Vermutlich wissen sie trotzdem mehr über die Minen. Würde mich wundern, wenn nicht. Gibt es noch andere Gäste hier? Ich schaue so ein bisschen rüber und versuche so ein bisschen in die anderen Ecken zu spähen. Und mache wahrscheinlich ja trotzdem auch so ein bisschen die Gestalten da hinten aus. Also was ist mit denen da hinten? Du siehst auf jeden Fall an der Bar noch zwei Zwerge und einen Halbling sitzen. Und so ganz in der Ecke an der Treppe sitzen zwei Frauen, die sich unterhalten. Was haben die an? Ganz normale Bauerntracht? Die Zwerge und der Halbling, ja. Die beiden Frauen sind ein bisschen schicker gekleidet. Die eine trägt ein rotes Kleid und hat so eine Kapuze auf. Und man sieht unter der Kapuze so knallrote Haare hervorblitzen. Und die andere trägt ein sehr hellblaues Kleid und hat so blonde Haare. Scheinen beide sehr, sag mal, gepflegt. Wichtig, also ihnen scheint ihr Aussehen schon sehr wichtig zu sein. Ich gucke so einmal in der Runde rum. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, solche Herrschaften reagieren auf. Und ich zeige auf den allgemeinen Zustand. Nicht so positiv. Außer ihr beide vielleicht. Und ich zeige auf Ashen und Valen. Ja. Ihr habt euch ein bisschen sauber gemacht. Aber ich glaube, ich sehe generell, also da ist nicht viel zu holen. Ich habe mir nicht mal das Blut von den Fingernägeln gekratzt oder irgendwas. Also das juckt mich dann nicht so. Es war so ein bisschen, um Valen zu memen und seine Bewegungen nachzuahmen. Und ich bin grau im Gesicht und habe rote Augen. Ich glaube, ich lasse das lieber mal. Kannst du den Trick auch bei mir anwenden? Durchaus möglich. Würdest du es tun? Gerne. Und ich lehne mich so ein Stück nach vorne und halte die so ein bisschen und weiß nicht, was ich machen soll. Und lehne mich einfach in ihre Richtung. Gut. Ich drück's nochmal, aber ich würde sagen, ja, wir machen einmal nochmal Pressy drauf. Und du entfernst dann quasi auch nochmal diese groben Dreck und. Oder genau. Was? Genau, der grobe Dreck, so alles, was geht, würde jetzt so ein bisschen sich von Risa lockern und von ihr so ein bisschen runterfallen in einer schwebenden Bewegung. Das ist schön auf den sauberen Boden. Ja,
so ein bisschen, es fällt dann so ein bisschen schräg unter den Tisch. Cray muss einmal kurz niesen, weil er sich auch unter den Tisch verkrochen hat, nachdem er mit dem Essen fertig war und Inrin ihn verlassen hat. Und krabbelt da so ein bisschen zwischen uns durch. Möchtest du darauf würfeln, ob er niest und eine Flamme dabei hervorkommt oder nicht? Aber natürlich. Ist ja so ein bisschen knisternd. Gib mir mal eine D20. Über 10 keine Flamme, unter 10 eine Flamme. Okay, bei welchem Würfel ist das denn? Du kannst einfach in den Chat gehen. Mhm. /R1D20. Achso. Okay. Man sieht schon, wie das so ein bisschen das Feuer sich in seinen, ich glaube, Nüstern, ich weiß nicht, ja, in seiner Nase bildet. Aber er niest einfach nur und nichts weiter passiert. Ich strecke meine Hand kurz ein bisschen. Oh. Was? Ich würde sagen, es knistert vielleicht nochmal so ein bisschen wie so bei so einem Kaminfeuer. Ja. Einmal kurz meine Hand nach unten strecken und würde einmal so am Köpfchen krabbeln, so. Wie immer freut es ihn sehr. Mhm. Und er schmiegt sich ein bisschen an deine Beine und macht es sich da gemütlich. Dann kriegt er noch einen von den Knochen von meinen Koteletten kriegt er dann noch. Persuasion. Latte 20. Okay, dann schauen wir mal. Ich zeige auf die Erdbeerweinflasche. Möchte noch jemand einen Schluck? Nein. Ich nehme noch was, sage ich, und knalle mein Schottglas auf den Tisch. Dann würde ich dir noch einmal einschenken und würde dann die halbvolle Flasche würd dir dann mitnehmen. Möchte jemand mitkommen? Ich schaue in die Runde und als sich niemand meldet, leere ich mein Schottglas und sage ja, okay. Na dann. Und würde ich schüttle meine Haare nochmal so ein bisschen, dass sie so ein bisschen schöner fallen. Probieren wir das mal. Und würde mich den zwei Frauen nähern. Mhm. Oh. Ist Chaya nur bei mir eingefroren? Ja, nee. Das ist auch ein Problem bei mir, sehe ich gerade. Und ich weiß nicht, wo es liegt. Moment. Wir können ja ein bisschen überbrücken. Wir können, glaube ich, auch, wenn ihr möchtet. Und es fixt sich tatsächlich durchs Neustarten nicht. Ich glaube, das ist ein OBS-Kamera-Problem gerade. Dann machen wir das mal ganz kurz anders. Ihr könnt ja trotzdem schon mal zu darüber gehen und ich gucke nach einem Fix dafür. Kannst du dich darauf konzentrieren, mit denen zu sprechen oder sollen wir erst unter uns sitzen? Klar. Okay. Klar. Okay. Cray hüpft derweil natürlich Betraying wieder zu den nächsten beiden und schmiegt sich ein bisschen an Liesel. Die beiden Frauen am Tisch, die unterhalten sich sehr, sehr leise und geht ihr ganz, wie sagt man das, normal zu denen oder möchtest du dich anschleichen auf sanften Pfoten oder macht ihr euch bemerkbar? Ich möchte einfach erstmal zur Bar gehen und so tun, als würde ich erstmal mich kurz an die Bar stellen und guck dann rüber. Und mach dann so praktisch so ein Double-Take. So als ob ich die Frauen gerade erst bemerkt hätte. Ja. Und würde dann einmal kurz so ein bisschen dieses... Ich würde so hingehen, so... Es tut mir unglaublich leid, sie einmal kurz zu stören, aber... Und ich zeige auf das hellblaue Kleid, was zu meinen Augen passt. Aber dürfte ich... einmal kurz fragen, wo ihr eure Kleidung her habt? Ich finde sie wirklich sehr schön. Beide Frauen gucken auf und die im blauen Kleid schaut dich an und lächelt. Aber selbstverständlich, das hat Natalia hier gemacht. Und sie deutet auf die Dame ihr gegenüber. Beeindruckend. Also wirklich Obacht zu ihrer Nähkunst. Meinst du das so? Ja. Okay. Ist ein hübsches Kleid, oder? Du hast gesagt, das Kleid ist hübsch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Dann meine ich das. Okay, gut. die Dame, die sie mit Natalia angesprochen hat, schaut dich an. Danke. Ich bin Natalia und Natalias Nähkästchen gehört mir. Ich versuche zumindest einen Teil der Leute hier, so gut es geht, einzukleiden. Wie man aber sieht, funktioniert das nicht ganz bei allen. Und sie schaut an dir runter. Ich komme von der Reise. An der Reise ist ein hübsches Kleid schneller ruiniert, als man schauen kann. Da ist es nicht so gut, es zu tragen, aber solange ich hier im Dorf bin, hätte ich, glaube ich, gerne wieder etwas, was ich schön tragen könnte. Na, dann ist... Wann ist euer Geschäft offen? Oh, jeden Tag. Kurz nachdem die Sonne aufgeht und kurz vor Sonnenuntergang schließe ich immer. Ah, kommt gern vorbei, ich kleide euch sehr gerne ein. Oh, mein Name ist übrigens Risa, Natalia, richtig? Risa, ja, Natalia. Dankeschön. Wir sind neu hier in der Stadt, was man, und ich zeige auf Ashen und mich, unschwer erkennen kann. Ja, wir haben öfter mal Reisende hier. Habe ich gehört. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen für unsere Zeit hier im Dorf? Oh, also wenn ihr jetzt eine große Stadt wie Karan oder so erwartet, dann muss ich euch leider enttäuschen. Wir haben hier keine großen, keine großen Sehenswürdigkeiten oder sowas. Ich verstehe gar nicht, warum die meisten Reisenden sich immer hierhin verirren, weil hier ist ja irgendwie nichts. Außer natürlich meine Nähkunst. Haben die anderen Reisenden gesagt, warum sie hier in der Nähe sind? Ja, auf der Suche nach irgendeinem Märchen. Oh. Ein Märchen? Ja, ein Märchen. Irgendetwas Bestimmtes? Ich meine, jede Kultur hat so ihre eigenen Sagen und Geschichten. Bei mir zu Hause gibt es zum Beispiel ein Märchen über ein Schneiderlein, was für einen König geschneidert hat und ihm irgendwann ein unsichtbares Gewand verkauft hat. Und dann ist der König nackt durch die Straßen gelaufen. Oh. Also das Märchen geht, glaube ich, ein bisschen anders. Ich bin nicht so eine gute Geschichtenerzählerin. Gib mir mal einen Persuasion-Wurf. Persuasion. Steht Ashen eigentlich nur daneben oder möchte Ashen sie dabei unterstützen? Also am Anfang habe ich jetzt erstmal versucht, so ein bisschen unschuldig schüchtern reinzublicken und zu nicken, wenn Risa was gesagt hat, um so ein bisschen Mental Support zu bieten, aber hatte mich noch ein bisschen zurückgehalten. Ich glaube, vielleicht sollte ich mal so ein bisschen reinsteppen in das Geschehen und vielleicht auch noch mal. Du darfst gerne auch was dazu sagen. Und sie dabei unterstützen, wenn du das möchtest. Okay. Tatsächlich haben wir vorhin schon eine Geschichte über eine eingestürzte Mine gehört. Hat es etwas damit zu tun? Natalia zögert. Gib mir auch einen Persuasion-Wurf. Yes. Sie schaut von einer zur anderen, schaut dann zu ihrer Begleitung. Wisst ihr, ja, es gibt da ein Märchen. Das ist nicht so lustig wie das, was du mir gerade erzählt hast, Risa. Aber man sagt, dass vor ganz vielen Jahren, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, da war Silvanus noch ein 20-Personen-Dorf, also viel kleiner als das, was es jetzt ist. Also nicht, dass wir jetzt viel größer wären, aber du weißt, ne? Naja, da sagt man, dass ein Zwerg damals für seine Geliebte unbedingt den besten Ring überhaupt herstellen wollte. Ein Verlobungsring. Und der Ring selber war eigentlich schon fertig, aber der war anscheinend nicht gut genug. Und so beschloss er, sich in die Mine zu gehen und immer tiefer und tiefer und tiefer zu graben, in der Hoffnung nach Edelsteinen. Ja, und eines Tages ist besagte Mine dann eingestürzt.
Und irgendwie suchen alle Abenteurer, die hier vorbeikommen, danach, gehen dorthin und kommen nicht wieder zurück. Nach dem Ring. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie nach diesem Ring suchen. Sie sagen immer irgendwas von wegen, ja, Wunsch erfüllen und, ach, keine Ahnung, da glaube ich nicht so ganz dran. Interessant. Danke. Ich danke euch. Ja, sehr gerne. Und ich würde Aelin so, Ashen so ein wirklich aufrichtiges Lächeln zu schenken, so. Ich versuche das auch zu mimen, aber es fällt mir schwer, aber... ich wollte gerade nach einem neuen Glas für meinen Wein hier fragen. Wollt ihr auch einen Schluck ab? Er ist ziemlich gut. Nein, ihr habt aber nicht den Erdbeerwein gekauft. Unser Begleiter. Ach, das sagen wir aber nicht nein. Dann lasst mich kurz ein paar Gläser holen. Und ich würde Ashen auf die Schulter klopfen und würde für die beiden Gläser holen und für uns beide auch, und dass wir dann einmal zu viert anstoßen können. Ja. Beziehungsweise, geh mal, ich würde sagen, die Bedienung, Jorina heißt sie ja, würde dir 4 Gläser geben. Bisschen komisch guckend, aber dadurch, dass sie sieht, dass du die Gläser nicht nur für dich haben möchtest, würde sie dir die bereitwillig überlassen. Danke Ihnen. Ja. Dann würde ich uns allen etwas einschenken. Ach, vielen Dank. Das ist sehr großzügig. Ach, gerne. Na dann auf eine neue Freundschaft, würde ich sagen. Und auch hoffentlich bessere Kleidung bald. das hoffe ich, aber ich hoffe, ich sehe euch bald bei mir und würde mit euch anstoßen. Mhm. Wir gehen mal wieder zu unserer Begleitung zurück. Es ist schon spät und ich möchte vorher noch mich einmal waschen. Selbstredend. Das, ja. Und ich freue mich, euch neu einkleiden zu können. Hm? Achso. Wer? Macht ihr gerne. Okay. Ich freue mich schon sehr darauf, euch neu einkleiden zu können. Und sie zwinkert euch zu. Ich würde erst so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen und dann so den Kopf neigen. Ich schaue indes an mir runter und nicke zustimmend und aufrichtig, weil ich weiß, dass da schon einiges getan werden muss. Richte meinen Blick dann noch einmal auf die beiden und sage, und wir müssen unsere ältere Dame natürlich auch so langsam ins Bett bringen. Einen wundervollen guten Abend noch. Schönen Abend euch. Natalia? Ja. Und ich zeige euch die andere Frau. Amy. Tut mir sehr leid. Achso, Amy. Ich habe ganz vergessen, sie vorzustellen. Das tut mir so leid. Passiert mir ständig. Dankeschön. Amy und Natalia. Bis demnächst. Und ich würde dann Ashen hinterherlaufen. Achso, wir gehen, glaube ich, besser hier lang, glaube ich. Ich so durch die anderen hindurch. Ja. Ja, auf dem Weg dahin würde ich nochmal mich zu Ashen so ein bisschen beugen. Danke für gerade eben. Da habe ich gerade ein bisschen meine Kontenance verloren. Ich finde, du hast das gut gemacht. Kann immer mal passieren. Danke. Und wenn ich in der Zeit habe ich angefangen zu stricken. Und ich halt so die Stricknadel an Valens Kopf, um ihn auszumessen. Und auch so in Stille, so die ganze Zeit, so eine kleine Mütze. Ja. Erkenne ich schon, was du machst, oder ist das noch am Anfang? Ich glaube, man sieht schon, dass es eine Mütze ist, ja. Für mich? Ja, du holst dir doch sonst noch einen Zug. Ach. So wie du da immer rumfliegst und deinem Wind. Das ist wirklich nicht. Er erkältet mich alle noch. Und ich beug mich nur so nach vorn. Polster sie gut, falls er nochmal stürzt. Und ich mach so 3 Reihen mehr. Meinst du, die Mütze gibt Resistenz gegen Baumschaden oder Fallschaden?
kann es probieren. Liselle, wenn du könntest, könntest du für meine Ohren zwei Löcher lassen? Die sind etwas länger. Na klar. Dankeschön. Und die sind immer auf Durchzug. Helen wird hier richtig gerobst. Ich zwinker ihm zu, gut gemeint. Und kann mir meinen Schmunzeln nicht verkneifen. Ich lächle. Ja, nun, habt ihr was rausgefunden? Ja, anscheinend ist das Artefakt, das in den Minen gesucht wird, ein Ring von einem Zwerg. Also wissen wir zumindest schon mal, nach was für einem Gegenstand wir Ausschau halten müssen. Okay. Und die beiden Damen besitzen tatsächlich eine Nähstube, beziehungsweise eine von ihnen. Ich schaue so ein bisschen zu Elisa und Liesel und sage ihnen gleichzeitig, vielleicht habt ihr Lust, dort vorbeizuschauen. Oder vielleicht brauchst du noch neues Material, Liesel. Oh ja, neue Wolle wäre super. Oh, Liesel, ich habe gehört, unten gibt es ein Badezimmer. Soll ich mal gucken, ob wir es nicht vielleicht hinkriegen, warmes Wasser zu kriegen für deine Arthritis? Das wäre wirklich süß. Dankeschön. Ja. Dann schaue ich mal. Und ich würde mich mal an... Risa, bevor du aufstehst, ich wollte noch etwas mit euch besprechen. Also ich stelle mich an den Rand und beug mich runter. Also ihr sagt, in den Minen ist ein Teil von den dreien, ja? Mhm. Was haltet ihr von der Idee, dass vielleicht ein anderes Teil in der Nähe des Mausoleums ist? Sind die alle Leuchten auf? Was? Ich guck zu Eliza. Sind alle Artefakte hier in der Umgebung oder nur eins? Das weiß ich nicht. Ich habe nur von dem Ring gehört. Mir kam nur der Gedanke, dass wenn eins vielleicht... Habt ihr alles von diesem Märchen erzählt? Wir machen eine ganz kurze, knappe Retelling davon. Okay. Das heißt, wenn eins vielleicht bei den Minen wäre, wir haben zusätzlich eine eingestürzte Kirche, das wäre vielleicht ein weiterer Anhaltspunkt, oder irgendwas kraxelt unter der Erde und die Gebäude brechen ein. Aber vielleicht ist ja auch irgendwas bei den... Mausoleum. Ich gehe davon aus, dass so ein mächtiges Artefakt von Magie durchtränkt ist und wer weiß, wie die sich auswirkt auf die Umgebung. Nur so eine Idee. Und mit dem Mausoleum können wir gleich auch noch deine Vermutung prüfen, ob irgendwas hier unter der Erde unterwegs ist, weil mit einem Mausoleum sind wir schon ein Stück unter der Erde, ohne dass wir bei jemandem in den Keller einbrechen müssen. Wobei dich Letzteres jetzt auch nicht aufhält. Das ist durchaus richtig, aber wir müssen nicht gleich alle verärgern hier, oder? Wollen wir dann bald nächtigen? Und morgen einfach mal zu einem der Punkte? Lass mich nach dem Bad fragen und dann... Gerne. Sicher. Sehr gerne. Achso, das Einzige, was ich mich noch frage, ist, was die drei da hinten an der Theke machen, die so ein bisschen schräg um die Ecke sitzen. Wir waren ja gerade bei den Damen, aber ich konnte nicht wirklich verstehen, was sie sagen. Vermutlich scheinen sie auch vielleicht wegen der gleichen Geschichte da zu sein. Zumindest meinten die beiden, dass viele Besucher hier hinkommen, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Morgen werden sie vielleicht schon weg. Ich weiß nicht. Sollen wir sie noch ansprechen? Sie sehen aus wie Bauern. Die da ganz hinten? Ja. Oder? Ich guck nochmal rüber. Sehe ich irgendwo Waffen oder irgendwie Ausbeulung unter den Stoff? Keine Waffen. Ganz normale Stoffkleidung. Ausrüstung, Rucksäcke? Mäntel? Auch nicht. Sie tragen keine Reisekleidung. Ich sehe keine Waffe, keinen Rucksack. Die Kleidung sieht aus wie ein Bauer. Aber
spreche euch mit ihnen. Wir können ja mal rübergehen. Du könntest auch zu deinen Zwergen gehen. Oh, ich bin nicht so gut mit Zwergen. Na gut. Wobei, ich glaube, es käme schon ein wenig komisch, wenn ich jetzt wieder an den beiden Damen vorbeilaufe, oder nicht? Ja, du könntest auch. Cray? Versteht er eigentlich, was ich sage? Oh, ich denke das meiste schon. Kommt drauf an, ob er will. Kann Cray da hinlaufen und verstehen, was die sagen und es dir vermitteln? Er ist nicht so gut darin, eins zu eins Worte wiederzugeben. Es sind eher so Emotionen, Gefühle, so ein bisschen Bilder, Gedanken. Oder Bilder, in denen er denkt, er gesagt. Aber es ist nicht so eins zu eins Sprache. Aber er versteht Instruktionen, er nickt und will sich schon auf den Weg machen. Aber ist sich so ein bisschen unsicher und zögert, weil er weiß, ja, so richtig hilfreich wird es wahrscheinlich nicht sein, wenn er nicht so eins zu eins übersetzen kann. Hast du noch eine andere Idee? Oder sollen wir ihn das trotzdem versuchen lassen? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht so gut einschätzen. Ich weiß nicht, wie euer Bund ist oder was er wahrnimmt. Na, wir können es ja einfach mal versuchen. Vielleicht spürt er eine Art Gefahr oder vielleicht auch eine Art Unschuldigkeit in den Gesprächen. Vielleicht hilft uns das schon weiter. Ja, vielleicht lernt er auch was dazu. Also, Risa geht zur Theke. Cray flattert in der Zwischenzeit in die Ecke nach oben zu den Gestalten. Genau, der tänzelt nochmal so ein bisschen um Risas Füße entlang und macht sich dann hier so ein bisschen auf den Weg. Währenddessen wird es um euch herum leerer. Also die drei neben euch erheben sich und verlassen langsam das Lokal. Ebenso auch die beiden Zwillingszwerge, über die ihr jetzt schon so einiges gehört habt. Es wird immer leerer und Jorina rennt halt von Tisch zu Tisch, um langsam die Tische abzuräumen. Cray ist angekommen und schaut so ein bisschen unsicher um die Ecke und versucht sich immer ein bisschen im Schatten an dem Rand zu halten. Und gib mir mal einen Stealth-Check. Ein Stealth-Check. Aber auf Advantage. Oh no. Also 19. ist eh schon amazing. Du könntest doch für die 20 gehen. Ich glaube, das ist okay. Okay. Ja, nein, also Cray wird quasi eins mit der Bar. Er ist nicht zu sehen. Und das Einzige, was er wirklich mitbekommt, ist, dass die drei da an der Theke unfassbar betrunken sind. Die grölen und unterhalten sich, stoßen ihre Bierkrüge aneinander, scheinen einfach eine gute Zeit zu haben. Nochmal Perception oder ist das erstmal? Ich meine, wenn du mir nochmal auf Perception würfeln möchtest, aber ich. Okay. Du bist dir sicher, dass. Also, Cray ist sich sicher, er hört, dass sie aus diesem ganzen Gegröle raus und was er halt so verstehen kann, dass die alle einen harten Tag hatten und jetzt einfach nur zum Entspannen und zum Trinken hier in der Kneipe sind, bevor sie morgen wieder arbeiten müssen. Okay, dann würde Cray schon sich auf den Rückweg machen und während er so ein bisschen das vermittelt, was er da gerade gesehen hat, muss ich ein wenig anfangen zu lachen. Schiele zu Inrin rüber und sage, das würde dir gefallen. Also das, was ich mitbekommen habe, klingt nach einer sehr lustigen Runde und genau das, was du bräuchtest und wo du vielleicht weiterkommen könntest. Die scheinen sehr besoffen zu sein. Risa? Ich würde versuchen, entweder den Barkeeper oder die Dame des Hauses praktisch ranzuwinken. Die Dame des Hauses ist total beschäftigt damit, Gläser zu putzen, aber er kommt auf dich zu. Ja? Hallo. Seid ihr denn noch nicht im Bett? Es ist langsam spät, wir machen bald zu. Da wollen wir gleich hin. Unsere alte Dame hat leider ein bisschen Arthritis-Probleme. Gibt es eine Möglichkeit, das Badewasser zu erheizen? Das ist immer warm. Das wird mit Magie gewärmt. Oh, sehr fortschrittlich. Habt ihr vielleicht irgendwelche
Badzubehöre, Kräuter, Kamille gegen Entzündungen? Nein, aber Seife? Ja. Alles klar, trotzdem danke. Einfach einfüllen lassen und das ist warm? Ja. Perfekt. Dankeschön. Ja, macht schnell, wir wollen gleich alles abschließen. Alles klar. Und ich würde zu Liesel zurückgehen. Also die machen hier gleich zu, schmeißen uns gleich raus. Wenn wir baden wollen, sollten wir uns ein bisschen beeilen. Das Badewasser ist magisch erwärmt und warm. Dann los. Okay, und dann würde ich nach unten gehen und auf jeden Fall für mich und Liesel ein Bad einlassen. Könnt ihr gerne machen. Können das erzählerisch machen oder wenn du dich unten umschauen möchtest, kannst du natürlich auch die Treppe kurz runtergehen mit deinem Charakter und... Kann ich das? Oh, okay. Es ist schwarz. Es ist schwarz? Schwarz. What? Warte. Muss ich meinen Token jetzt sehen? Ich weiß, woran es liegt. Moment, das ist my bad. Das ist mein Bett. Lisa fällt die Treppe runter. Ah. Oh, warte. Eve, du hast es geschafft. Warum funktioniert das bei dir? Oder? Du siehst was, richtig? Eve, du bist gemutet. Oh Gott. Sorry. Bei dir? Ich sehe alles. Ja, das ist ja merkwürdig. Hat Risa Dark Vision? Nee. Dann brauchst du wahrscheinlich eine Lichtquelle. Also eine Kerze. There we go. Aber du bist auch gar nicht in der Szene drin, tatsächlich. Warte mal. Oh, so falsch. Warte mal. Ah, oh. Da bin ich. Jawohl. Jawohl? Okay, super. Aber die Türen sind abgeschlossen. Ja, versuch's nochmal. Ah. Ja. Error Token Collide. Ja, die Tür wieder zu war. Oh. Genau. Ihr beide geht, während die anderen noch oben sitzen, nach unten. Schaut euch ein bisschen in dem kleinen Badezimmer um. Seht drei Badewannen. Eine ist tatsächlich sogar mit Wasser schon gefüllt. Und seht dann noch eine weitere Tür, die zu eurer Linken ist, die auch zu ist. Wo ihr aber auch natürlich reingucken könntet. Also es ist einfach ein ganz gemütliches oder sehr, sehr rustikales Badezimmer. Ich habe übrigens meinen Rucksack wieder von unter Indrens Hintern geklaut. nett. Oh, warte mal. Und hab meine Sachen dabei. Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich euch hier hinziehe, solltet ihr auch sehen. Und ja, wir sehen das jetzt, wenn wir hochgehen, yes. Okay, wenn ihr ein Schritt nach oben geht. Ich sehe nichts. Mich vorher einmal hier um und guck, was hier noch ich so ist. Ich weiß leider nicht, wie ich euch darauf zentriere. Wenn ihr das würde ich gerne machen. Shift-Linksklick gedrückt halten an die Stelle. Und wenn ihr nichts seht, müsst ihr euer Token deselektieren, damit der Spectator sich nicht sieht. Genau. Dass ihr auch kurz seht, was die beiden sehen. Ich würde einmal durch die Räumlichkeiten hier laufen, um zu schauen, dass hier niemand irgendwie in der Ecke hockt oder sonst irgendwas. Einmal kurz die Runde machen. Während das Wasser einläuft. Was machen die anderen in der Zwischenzeit? Nun, wer wird zuerst? Well. Ich will ins Bett. Eliza wird sichtlich quengelig, wie so ein kleines Kind. Du kannst zum Bad gehen. Riese hat den Schlüssel und du kannst sie dir schon mal abholen und dann lässt sie dich bestimmt ins Zimmer. Sie steht auf und krummelt davon. Inrin, Valen, eine letzte Runde. Sollen wir uns noch zu den Jungs da hinten gesellen? Wenn ihr etwas aus jemandem rausbekommen wollt, ist dieser Zustand, den die drei Rad haben, wahrscheinlich der beste. Ich guck mir die nochmal genauer an. Glaubst du wirklich, dass die uns irgendwas sagen können? Nachher muss ich mir wieder anhören, wie toll der Mais ist. Tja, unter Alkohol haben sie wahrscheinlich, wenn überhaupt, bessere Geschichten als nüchtern. Ach, ja gut, warum nicht?
Auf eine letzte Runde. Währenddessen werden auch Amy und Natalia langsam das Etablissement verlassen. Und euer Barkeeper setzt gerade alles daran, die Betrunkenen irgendwie rauszuschmeißen. Oh no. Oh, es ist jeden Abend das Gleiche mit euch. Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass wir nach Sonnenuntergang nicht mehr so viel trinken? Warum schenke ich euch überhaupt noch so viel ein? Was wollt ihr jetzt? Da guckt euch ein bisschen genervt an. Oh, wir hatten noch Reste von unserer Flasche übrig und ich dachte, wir könnten sie jetzt zusammen austrinken. Nein, die drei kriegen keinen Schluck mehr. Schaut sie euch an, die können kaum noch auf ihren Sitzen sitzen. Wenn die Idioten es nach Hause schaffen, das ist immer noch ein halbes Wunder. Wahrscheinlich schläft der eine wieder im Graben und der nächste landet in der Scheune auf. Wacht in der Scheune auf. Ja, toll. Geht das hier wirklich regelmäßig so? Jeden Abend. Nun, auf der anderen Seite scheint es ein sehr lustiges und beliebtes Gasthaus zu sein. Es ist das einzige Gasthaus in Sylvanas. Ich hebe eine Augenbraue, Felina. Es geht ja auch nichts über Stammkundschaft, oder? Er lächelt sehr schmerzhaft. Ist der Barkeeper gerade die einzige Person, die noch hinter dem Tresen ist? Nö, Miranda steht ganz hinten in der Ecke bei den Weinflaschen. Ah, alles klar. Sind da Kekse auf dem Tresen? Ja. Ich schlender da so ein bisschen hin und dann... Gib mir einen Slider-Fan-Check. Ich will 3. 3? 3. Oh mein Gott. Und ich werde sogar, falls das meine Odds erhöht, einmal Folgendes tun. Pass auf. Ich gucke erst zu ihr und versuche einen Moment abzuwarten, in dem sie vielleicht nicht unbedingt zu mir guckt. Lächel ihr vielleicht mal zu, wenn sich unsere Blicke kreuzen, in dem Moment, wo die Betrunkenen vielleicht ein bisschen lauter werden, geh da hin und dann versuche ich das zu snatchen. Möchte aber gleichzeitig einmal Gast casten, um die durch so einen kleinen Windhauch vielleicht in meine Richtung zu blasen, dass die in meine Tasche wehen. Und er möchte dabei allerdings Subtle Spell einsetzen und meinen Zauber so umsetzen, umformulieren, dass ich nichts dabei sagen muss. Das heißt, ich gehe da einfach hin und mache eine versteckte Geste, ohne dass man auch nur ansatzweise mitbekommt, dass ich gerade Magie wirke. Mhm. Aber dann möchte ich trotzdem den Slider Fan Check, aber auf Advantage. Yes! Oh no. Okay. Eine 11. Das erste wäre eine 6 gewesen. Komm. Ich mach schon mein Täschchen auf. Miranda ist gerade damit beschäftigt, die Gläser zu putzen. Schaut kurz zu dir hin. Sieht, dass du die Kekse nimmst. Du hättest auch einfach fragen können, die Kekse sind für jeden da. Dann darf ich wohl noch einen 4. nehmen. Junger Mann, wenn ich sage für jeden, dann heißt es für jeden und nicht für einen. Die sind nicht für mich, die sind für meine Gruppe. Sagst du die Wahrheit? Absolut, ja. Persuasion. 22. Sie zieht deine Augenbraue hoch. Aber dann solltest du noch einen 5. mitnehmen. Ihr seid ja doch ein paar mehr. Oh, ja. Warum nicht? Ich nehme den 5. mit. Und dann gehe ich nach vorne. Ich gebe Inren einen Keks. Ich gebe Ashen 2. Einer für Cray. Kannst du ihm den auch selber gerne geben. Okay. Cray! Ich halte ihn in die Luft und gucke, wie Cray reagiert. Ja, versucht ihn zu schnappen. Versucht so ein bisschen zu springen.
Ich glaube, er macht es extra nicht ganz so erfolgreich beim ersten Mal, um so ein bisschen mit seiner Beute zu spielen oder deiner Hand wahlweise. Dann reckt er sich so ein bisschen und hofft, dass du den Keks noch ein bisschen tiefer hältst. Okay, dann lasse ich ihn ungefähr einen Meter vor ihm fallen, fange ihn mit Wind auf, sodass er nicht auf den Boden aufschlägt und zerbröselt. Und dann wehe ich den immer wieder weg, wenn er kurz davor wäre, ihn zu schnappen. Es sei denn, ich habe das Gefühl, er hat da keinen Bock drauf. Aber ansonsten würde ich halt so ein bisschen seinen Jagdinstinkt ankurbeln. Ja, doch, so ein bisschen schon. Der hat ja auch gerade schon ein bisschen gegessen, von daher geht's dem ganz gut. Okay. Und er freut sich natürlich immer um Aufmerksamkeit. Fliegt einfach so ein Keks auf dem Boden. Okay, und wollen wir auf unsere Zimmer oder wolltet ihr? Währenddessen, was machen Liesel und Risa? Ihr badet euch, macht euch frisch. Ich rieche an mir selber. Oh, ich rieche nicht mehr nach Blut und Schweiß und Dreck. Und du hörst dann so ein Klopfen, so ein zaghaftes. Risa? Ja? Ich will ins Bett. Eliza, komm rein. Sie steckt den Kopf rein, guckt sich um. Hast du den Schlüssel? Seid ihr fertig? Kann ich ins Bett? Willst du dich nicht waschen? Sie geht zum Waschbecken und wäscht sich. So katzenwäschemäßig. Sie hat offensichtlich keine Lust, baden zu gehen. Was auch immer. Und ich würde dann mich abtrocknen und mir so leichte Klamotte überwerfen und würde ihr den Schlüssel geben und ihr erklären, wo unser Zimmer ist, wie es mir erklärt wurde. Es wurde dir nicht erklärt. Oh. Frag den Barkeeper, wo dieses Zimmer ist. Ja. Aber ich. Der guckt so, also. Okay. So, oder soll ich? Soll ich? Ich frag Ashen, ob sie das macht. Und sie geht. So. Oh. Schüttelt so ein bisschen den Kopf und würde sich dann ihre Haare ordentlich so zusammen machen. Mit so einem Tuch nach oben. Und dann ihren Kram einpacken und nach Liesel schauen. Liesel? Liesel ist einfach eingeschlafen in der Badewanne. Oh Gott. Risa wird hingehen. Klatsch, klapp, 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 klapp. Liesel. Ach, ist denn schon morgen? Nein, du bist aber fast ertrunken in deiner Badewanne. Oh, ja, gut, dass du da bist. Ich würde dir ein Handtuch reichen. Komm, ich pack deine Sachen ein. Dankeschön. Und ich würde einmal... Sie steht so langsam wie nur irgendwie möglich aus dieser Badewanne auf und... tucht sich so ganz, ganz umständlich in dieses Handtuch ein. Ich würde versuchen, Liesels Pack hochzuheben und das ist so ultra schwer und so... Oh, shit. alles klar. Hast du alles? Ja. Okay. Lass uns gehen. Okay, zeitlich oben ist Eliza wieder angekommen und würde Ashen den Schlüssel in die Hand drücken. Du sollst fragen, welches Zimmer unseres ist. Ja, klar, kein Problem. Konnten die Mädels dir das nicht sagen? Nein. Ich drehe mich zum Barkeeper um. Hey, wie wäre es mit einer letzten Runde? Und ein Shot geht auf mich, wenn du ebenfalls mittrinken möchtest. Und wir müssten tatsächlich noch wissen, wo genau unsere Zimmer sind. Wenn sie so nett wären. Ich würde gern währenddessen Eliza einen Keks in die Hand drücken. Oh, danke. Und schon mal die Treppe hochgehen und Inrin zu mir winken. Und ich würde ihm so hinterher stapsen, während ich an diesem Keks so beidhändig so immer so ein Stück abbeiße. Der Barkeeper schaut dich an. Also die drei kriegen keine Runde mehr, die gehen jetzt gleich. Und ich möchte ehrlich gesagt auch einfach nur abschließen und putzen. Eure Zimmer sind am Ende des Gangs, ganz hinten links und rechts. Rechts ist das Viererzimmer, links ist das Zweierzimmer. Alles klar, okay. Dankeschön. Komm, Gray, komm, Eliza. Ich würde sagen,
Ich lasse von allen ab und würde auch einfach sonst gehen. Gehen auch. Wir sind im Keller eingesperrt. Oh no. Dürfen wir schon hochgehen? Ja, ihr dürft gerne hochgehen. Awesome. Ja. Sollte hoffentlich funktionieren. Warum funktioniert das mit den Treppen teilweise und teilweise nicht? Das ist super merkwürdig. Ah. So, willkommen zurück. Danke. Yippie. Yippie. Okay, Entschuldigung. Oben angekommen? Oder möchte es? Gerade ist auch schwarz bei mir. Glaube ich. Warte, ich zieh dich hoch. Das ist irgendwie ein bisschen buggy. Oh ja. Genau. Ihr kommt oben an. Oh, oh no. Ist wieder runtergelatscht? Oder? Ja, ich wollte eigentlich auf meinen Charakter klicken und so. Hab auf die Treppe geklickt. Jetzt siehst du aber, glaube ich, durch. Ich bin noch in der alten Ebene irgendwie gerade drin. Wie zentriere ich sie nochmal auf ihren Charakter, Snow? Shift-Linksklick würde alle dorthin ziehen. Ah, oh, warte mal. So. Vielen lieben Dank. Das sollte reichen. Perfekt, danke. Genau, ihr kommt oben an und seht erstmal den gleichen, also es sieht sehr gemütlich aus, sag ich mal, ne? Ihr seht zwar nur Steinwände und ganz viel, einen ganz langen Gang und ganz viele Türen links und rechts. Und ich würde ja gesagt, euer Zimmer ist das ganz hinten links und rechts auf der Seite. Mhm. Es ist schwach beleuchtet und ihr hört so langsam wie unten Gläser klirren und wie die letzten Gäste auch das Etablissement verlassen. Cray ist, glaube ich, auf dem Weg wieder verloren gegangen. Aber ist nicht so schlimm, glaube ich, gerade. Oh. Ja, so. Haben Inrin und ich das auch gehört oder waren wir da schon oben? Ihr wart auf jeden Fall schon auf dem Weg zur Treppe. Weil sonst würde ich einfach hochgegangen sein, auf die erste Tür zugehen, den Schlüssel zücken und mich zu Inrin drehen. Das? Ich probiere die, du die nächste, bis wir einen Treffer haben. Und ich drehe den Schlüssel. Die Mädels an euch vorbeigehen. Und einfach straight up den Flur runtergehen. Du steckst den Schlüssel ins Schloss, drehst ihn, nichts passiert. Okay, ich nehme die hier. Gibst du mir den Schlüssel? Ja, klar. Und ich würde die Tür hier probieren. Weil ihr da noch rein wollt und denkt, dass es euer Zimmer ist. Ja. Ja. Okay. Ja, wir spielen einfach. Wir gessen einfach, bis wir den richtigen Raum gefunden haben. Ja. Okay, der hier scheint saunig zu sein. Du steckst den Schlüssel rein, versuchst zu drehen. Regt sich nicht. Und ich würde dir nur so den Schlüssel zuwerfen. Du bist wieder dran! Bevor ich den Mädels folge, stehe ich noch hier so ein bisschen, ja, so im Halbschatten, aber ich glaube, man sieht's. Und während sie sich so auf 30 Fuß nähern, würde ich den beiden gedanklich sagen, Leute, einfach am Ende des Ganges links, aber ist okay. Über Awakened Mind. Ja. Also per se hören sie dann deine Stimme in ihren Köpfen. Ja. Genau das passiert. Ja, ich dreh mich um. Oh, jetzt hast du die ganze Spannung genommen. Spannung. Ihr wolltet vielleicht in anderen Zimmern spannen. Ich zieh einfach nur eine Braue hoch, so nach dem Motto, so. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Wir wollten nur schauen, ob auch hier jeder ordentlich abgeschlossen hat. Man muss ja hier vorsichtig sein bei dem, was so vor den Toren passiert ist. Und die haben ja nicht mal mehr Wachen an den Toren. So ist das natürlich. Du hast gesagt, ganz hinten links, ne? Also gehe ich jetzt hier hin. Mhm. Kann mich gerade irgendwie nicht mehr bewegen. Kannst dich nicht bewegen? Jetzt geht's. Nee. Ich würde sagen, Cray folgt einfach euch. Der war irgendwie kurz hier so ein bisschen abgelenkt. Zieh dich nochmal neu rauf. Das ist ja merkwürdig. Ich versuch's jetzt nochmal. Nee. Ja. Mhm. Warum kannst du dich nicht bewegen? Weiß nicht. Das ist ja merkwürdig. Guck gerade mal, ob das, woran das liegen könnte. Währenddessen. Ja.
bleibe ich an der Tür stehen und rufe nochmal nach Lyselle. Lyselle, möchtest du auch einen Keks? Wie bitte? Möchtest du auch einen Keks? Nein, danke schön. Bist du dir sicher? Ja. Ich lege dir trotzdem hier hin, falls du dich umentscheidest. Ich habe schon Zähne geputzt. Und dann lege ich ihn direkt auf die erste, auf das erste Möbelstück in dem Zimmer. Dankeschön. Nicht vor die Tür. Nicht auf dem Boden. Schade. Kannst du dich immer noch nicht bewegen, Alex? Doch, ich kann mich wieder bewegen. Okay, dann hat Reloaden einfach geholfen. Ich würde einmal durchs Zimmer laufen und gucken, wo die Fenster rausgehen, was auf der anderen Seite von den Fenstern ist. Mhm. Wenn ich das einschätzen würde, ob man da gut hoch oder runter klettern kann im Zweifelsfall. Okay, du schaust dich im Zimmer um. Du siehst ja natürlich die vier Betten. Und an dem, also du hast einmal links von der Tür aus ein Fenster und wenn du reinkommst, direkt geradeaus ein Fenster. Du siehst, wenn du geradeaus rausschaust, fast direkt eine Wand. Das muss die Stadtmauer sein. Da bist du dir relativ sicher. Links von dir geht's auch raus. Und auch da ist die Wand nicht weit entfernt. Das heißt, ihr seid sehr, sehr nah an der Stadtmauer. Du siehst ein bisschen weiter, wenn du rausguckst, siehst du ein paar Bäume, auf die man vielleicht ein bisschen geschickt springen könnte, wenn du raus wollen würdest. Mhm. Aber jetzt ansonsten keine direkte Klettermöglichkeit. Okay, dann würde ich aber schauen, dass die Fenster von innen verschlossen sind. Mhm. Und würde dann das Bett direkt bei dem einen Fenster und der Tür beziehen, was ich als am unsichersten einschätze. Und den anderen die anderen Betten praktisch überlassen. Mhm. Was machen Velen und Inren in der Zeit? Wie groß ist das Bett? Wie breit ist das? Das ist schon gut 2x2 Meter Bett. Oh wow. Na gut, dann setze ich mich einfach drauf. Ist ein großes, sehr, sehr großes und sehr gemütliches Bett. Hm? Ich würde mich nur auf die andere Seite setzen. Auf das Bettende so ganz vorsichtig auf die Ecke meinen Hut setzen und mich nur noch mal kurz zu Valen umdrehen. Wehe, du legst dich auf meine Flügel. Habe ich nicht vor. Mach dir keine Sorge. Als Gray gerade den Mädchen folgen wollte, war er abgelenkt vom Keksmann und dachte sich so, da wo das herkommt, gibt es bestimmt noch mehr, als er mit Liesels Keks in der Hand herumgewedelt hatte. Kurzerhand war er verwirrt, warum die anderen schon weg waren und die einzigen, die da noch standen, waren Valen und natürlich Inren. Also ist er ihnen gefolgt und hat es sich kurzerhand auf einem der Sessel bequem gemacht, eingerollt und ist eingeschlafen. Haben wir... guck ihn dir an. Ist das nicht süß? Endlich wieder ein Sessel und ein Bett. Inren, hallo. Das war bitter nötig nach diesen 2 Wochen nur wandern. Ich dachte, du schläfst schon. War es wirklich? Ich drehe mich nochmal um. Ist das eine Kerze im Raum? Es scheint, nein, es ist keine Kerze. Es scheint auch magisches Licht zu sein. Oh, ist das an einer Fackel oder wie sieht dieses magische Licht aus? Ja, das ist an einer Fackel. Oder an einer fackelähnlichen Wandhalterung. Okay, aber das brennt nicht wie Feuer? Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Und ich caste Prestidigitation, versuche das auszumachen. Ich kann damit halt Fackeln und so löschen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Mhm. Das geht aus. Ja, wundervoll. Ja. Oh. So, und die anderen legen sich auch schlafen. Nehme ich an. Lisa schläft schon. Ja. Yeah.
Ihr macht es euch alle in euren Betten bequem. Nach der langen Reise ist es sehr, sehr wohltuend, endlich mal wieder ein Dach über dem Kopf zu haben und ja, in einem weichen Bett zu legen. Und so schlaft ihr alle ein. Dürfte ich einmal ganz kurz eine 2-Minuten-Klopause? Ich wollte gerade fragen, wollen wir das kurz für eine kleine Pause nutzen? Wir könnten auch hier jetzt einen Cut machen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten hätte ich noch eine andere Cut-Idee, weil wir ja sowieso nicht mehr so lange machen. Aber geh ruhig, auf jeden Fall. Weil heute ja etwas kürzer ist. Was passt also, denn besser vom Cut her? Wir können von mir aus auch gerne hier einen Cut machen für heute, dass es einfach heute ja einfach recht kurz ist. Also ich persönlich könnte noch eine Stunde locker. Okay, ja gut, dann. Genau, also ich habe um 20 Uhr ungefähr einen Termin. Ein paar Minuten mehr wären gut, aber bis knapp 20. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. Alright. Genau, ich kann so bis um circa 20 nach halb 8. Mhm. Na gut, dann machen wir hier eine kleine Pause. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh Gott, jetzt habe ich mich auch für euch gemeldet. Ja, ist ganz cool. Ich finde es cool, dass wir hier die ganzen Maps haben. Shai hat sich super viel Mühe gegeben, das merkt man auch. Die ganzen Leute haben Namen, die ganzen Leute haben Berufe. Klar, jetzt ist kein Kampf passiert. Man haut sich nicht gegenseitig auf die Fresse, ne? Die Action kommt noch, aber wir hatten in der ersten Session Action. Aber guck mal, du hast eine immersive Welt, du hast funktionierende Charaktere, du hast eine Geschichte, du merkst, da ist Mühe drin, du merkst, da ist Lore, du kannst nachgraben, du kannst die Leute befragen und du findest Sachen und du wirst mit Sicherheit auch noch mehr Sachen herausfinden. Das ist ganz cool, aber erstmal so einen kleinen Eindruck hier zu bekommen, anzukommen in dem Dorf und I don't know, wo wir als nächstes hingehen, ne? Auch, dass alle sich so ein bisschen einfinden können und einspielen können. Ich glaube, wahrscheinlich gehen wir dann morgen mal zur Mine, I guess. Mine klang interessant. Ich hoffe, ihr habt Spaß, Chat. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich gehe noch mal kurz AFK, werde das Bad besuchen und werde einen Snack holen. Bis gleich! So, wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne nochmal euer Feedback in den Chat schreiben. Dann lese ich das einfach vor für YouTube, weil der Chat ja nicht eingeblendet ist. Okay, bis gleich. Ich bin wieder da.
Die Gruppendynamik ist top, macht Spaß zuzusehen. Das freut mich. Ich bin gespannt darauf, wie sich die Sache hier noch entwickelt. Also jetzt gerade ist ein bisschen ruhiger. Aber das ist ja okay. Wir haben ja Zeit. Wir können ja Dynamik und Entwicklung aufbauen. Ganz immersiv, weil wir ja eine Kampagne und kein One-Shot spielen. Und ist cool. Ne? Man lernt die Charaktere ein bisschen kennen. Super Runde, Shire macht das als DM sehr gut. Und die Spielerinnen sind auch top. Macht ihr Spaß zuzuhören, das freut mich. Macht sie gut, ja. Mit mir einen guten Snack. Dankeschön, Cracker. Lecker. Ich fühle mich gestärkt. By the way, Red Grapes und Hibiskus ist gut. Apfel und grüner Tee ist nicht so meins. Hast du dir ein Probierpaket von den Eisteesorten geholt? Oder ist das das Hydration Pack? Oh. Genau, von den Eissorten. Weiß gar nicht, was da meine Lieblingssorte ist. Es gibt eine mit Vanille, aber ich weiß nicht, ob die mit zu den Eisteesorten gehört. Die finde ich momentan richtig geil. Und Burner. Birne schmeckt auch übel geil. Ich glaube, das ist auch Eistee oder Hydration. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mag auch Birnen übel gern. Ja, awesome. Ja, deswegen machen die Probierpakete Sinn, ne? Dass man weiß, was man mag und nicht aus Versehen zu viel von etwas kauft, was man nicht so mag. Weil es halt sehr viel gibt und das alles sehr anders schmeckt. Ah. Lass es dir schmecken, Nettle. Okay, ich unmute mich mal. Gucken, ob schon jemand Lust hat zu reden. Hallo. 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 Es geht. Geht's euch allen gut? Noch, ja. Hoffentlich. Sehr gut. It's good. Ich habe meine Oma-Stimme noch nicht gefunden, glaube ich. Ich würde gerne die ganze Zeit so richtig nervtötend reden, aber ich will auch nicht nervtötend sein. Ich glaube, egal was du machst, so würde es uns nicht nerven. Weil alle Liesel so ins Herz geschlossen haben. Also nur so vom Gefühl her. Ach, mach du ruhig. Mach wie du dich fühlst. Ist so. Ich arbeite noch dran, ich guck mal. Ein paar Sessions habe ich ja noch, glaube ich. Hallöchen. Hi. Hi.
Hallo. Hallo. Lesben, habt ihr die gesehen? Du hast sau das geile Artwork von Ashen auf. Dankeschön. Das sieht so cool aus. Ich habe das bei der guten Maho Chojo in Auftrag gegeben. Sie macht auch total gerne so Magical Girls. Ich glaube, das merkt man an ihrem Style. Ja. Genau, und sie hat das jetzt tatsächlich in der letzten Woche aus dem Boden gestampft. Und das wird irgendwann als Cosplay umgesetzt. Ja, geil. Sieht richtig gut aus. Wo kann man das denn sehen? Der kleine Drache sieht aus wie Tuflitz. Ja, stimmt. Ja. Ich poste euch das nochmal in die Gruppe rein. Dann habt ihr es in groß. Okay. Ach, das wäre auch was. So ein bisschen Artwork, wenn was entsteht. Cool. Das. Ich sehe Tuflitz und ich habe die. Ich habe die ganze Zeit dieses Toothless Dance. Oh mein Gott, ja. True. Also, wenn Cray irgendwie zu tanzen, wissen wir Bescheid. Ja, wenn Fehler da vorliegt, dann bestimmt irgendwann du. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die Mine und sterben, oder? Let's go. Eine Mine! Ich muss es mir die ganze Zeit verkneifen. Oh mein Gott! Oh nee! Oh. Okay. Okay. Ja. Meinst du, wir müssen einfach auch nur Freund sagen? Ja. Melon. Die Wasser, dieses eine große, fette Stück Wassermelone unten auf diesem Teller. Stell dir vor, wir werden jetzt angegriffen, noch während der Nacht. Seid ihr ready? Wollt ihr weitermachen? Wir haben einen kleinen Wachdrachen am Fenster. Der pennt. Der ist überhaupt nicht am Wachen. Der hat Keks im Bauch und pennt. Ich würde schon sagen, so der ist wahrscheinlich voll gefressen. Okay. Dann, ja, ihr seid alle wohlig eingeschlafen. Alle sehr erschöpft von der langen Reise. So. Und, ja. Inren, du kriegst wahrscheinlich gar nicht mit, dass ich neben dir liege, weil ich mich kaum bewege und mein Brustkorb sich nicht bewegt. Hört einfach auf zu atmen. Ja, das ist richtig. Oh. Oh mein Gott. Okay, ja, gut. Und ich würde mich nur irgendwann so ein bisschen wundern. Und dir so in die Seite pieksen. So im Halbschlaf. Ah, gut, ich dachte schon, er ist tot. Und ihr schlaft. Die ganzen Geräusche sind langsam verstummt und so ein bisschen zu einem Hintergrundrauschen geworden. Auch auf den Straßen ist eigentlich nicht mehr viel los. Ihr hört nur noch, wie die Nachtigall singt, ein bisschen die Grillen zirpen. Und dann werdet ihr von einem lauten Schrei geweckt. Oh no. Oh shit. Bevor die Long Rest durchgeht oder nach der Long Rest. Ihr habt keine Ahnung, wie lange ihr geschlafen habt. Aber es ist definitiv noch dunkel draußen. Short Rest? Ja, kann ich Hit-Die würfeln? Die Long Rest ist noch nicht durchgegangen, tut mir leid. Aber zählt das als Short Rest? Ja, als Short Rest auf jeden Fall. Dann würfel ich Hit-Die. Achso, ja, klar. Let's go. Einfach nicht getroffen werden oder von Bäumen fallen. Gib mir meine Hybrid Transformation wieder. Oh hell yeah. Für die nicht wissen, also ich weiß nicht, Leslie, weißt du, wo du Shortress einträgst? Ich glaube, Alex weiß es auch nicht. Wenn ihr in euer Charakter-Cheat reingeht, bei dem Bild ist ja darunter so ein Bett. Und dann kann man da Take a Rest, einmal Short Rest und Long Rest. Und ihr könnt jetzt euch eine Short Rest einbauen. Chat, ich habe einen Sorcery Point ausgegeben für Kekse klauen und jetzt werden wir angegriffen. Ich habe einen Sorcery Point für Kekse klauen ausgegeben. Ja, kann ich. Wie werfe ich den Hit? Das müsste eigentlich, wenn du draufklickst auf Short Rest. Du hast rechts eine Nummer neben der HP. Ja. Ach, die auch, ja. Ja, ist klar.
Aber ich mache jetzt nochmal eine Short Rest, einfach weil jetzt denn ich habe mein Hit nach der Short Rest gewürfelt. Schei, du kannst uns ja, jetzt nicht angreifen. Ich habe für Kekseklauen meinen Sorcery Point ausgegeben. Das ist jetzt ärgerlich. Kekse, die ich hätte nehmen können. Du hast deinen Gratis-Ballon am Gratis-Ballon-Tag geklaut. Oh Mann. Bei Shadakai ist das ja so, dass sie nicht wirklich schlafen, sondern eher in eine Meditation oder Trance fallen. Ja. Macht das noch irgendwas? Du hast deine 4 Stunden, ne? Du hast tatsächlich deine Long Rest durch. Dang. Macht aber keinen Unterschied für dich. Weil du als Warlock deine Spellslots in deiner Shortrest zurückbekommst. Ja. True. Aber du hast also deinen Port auch alles wieder, aber das ist glaube ich auch Shortrest. Stimmt. Weiß ich gar nicht. Oder das weiß ich gerade gar nicht. Ist das Longrest? Dein Blessing? Das Blessing ist Longrest. Nice. Longrest. Das heißt, du darfst dir einen Longrest eintragen. Was heißt eintragen? Das heißt, ich kann da wieder eine 2 von 2 reinschreiben oder noch was anderes? Du kannst nee, anstatt auf ehrlich, klickst ja. du auf Long Rest. Achso, ich klicke ja. nochmal drauf, okay. Ja, und dann sollte der Bogen eigentlich alles automatisch auffüllen? Eigentlich schon. Gucken wir mal, ob er es macht. Soll ich bei Is New Day das Häkchen rausmachen? Nee, ist für dich ein neuer Tag. Ja, hat es automatisch geupdatet. Perfekt. Cool, super, danke. Gut. Oh no. Wo ist Eliza? Ihr werdet von einem lauten Rumpeln und einem Schrei geweckt. Was wollt ihr tun? Ich bin direkt aufgesprungen und hab praktisch meine Klauen am Anschlag. In der einen Hand ein Messer. Was ist denn das für ein Schrei? Kannst du den mal beschreiben oder imitieren? Es ist ein... Imitieren eher nicht, das würde auscutten, das sage ich dir jetzt schon. Aber es ist ein sehr, sehr hoher Schrei. Okay. Klingt auf jeden Fall menschlich. Aus dem Haus von draußen? Aus dem Haus. Kann ich gucken, was mit Elizas Bett passiert ist? Mhm. Muss ich rollen auf irgendwas oder kann ich einfach schon? Kannst dir einfach ihr Bett erstmal ansehen. Okay, weil sie liegt ja offensichtlich nicht mehr drin. Ist sonst richtig. Irgendwas? Das Bett sieht unangefasst aus. Also du weißt ja, sie hat sich abends ins Bett gelegt. Aber es sieht nicht aus, als wäre es irgendwie zerwühlt oder sowas. Und es ist immer noch sehr ordentlich. Okay. Und drumherum ist auch nichts. Nein. Ich reiß die Tür auf und stell mich nach draußen, guck rein. Alle da? Inrin würde nur aufspringen, weil es war aber ein weiblicher Schrei, den wir gehört haben. Oder konnten wir das einigermaßen ausmachen? Oder ist es männlich? Können wir überhaupt irgendwas in die Richtung? Hoher weiblicher Schrei, das kannst du ausmachen, ja. Okay, gut. Ich würde aus dem Bett springen, dabei nur so beim aus dem Bett springen so gegen Valen stoßen, damit er mit der so ein bisschen wach wird. Ich so, Valen, hast du das gehört? Würde nach meinem, ja, nach ja. meinem Hut greifen. Kurz hier rüber. Crano so antippen. Cray, aufwachen! Und würde nur rausrennen. Bei euch drüben alles in Ordnung? Weiß ich gerade nicht, alle da? Ashen, Eliza, Liesel? Eliza ist nicht mehr da. Oh, fuck. Und ich sprinte den Gang runter. Language. Language. So, ich reiß die Augen auf, stehe auch auf. Haben wir den Schrei nur einmal gehört? Ja, nur einmal. Wie lang war der ungefähr? Ist das gerade? Das ist gerade passiert. Ist das ein Schrei? Und danach habt ihr nochmal so ein Rumpeln gehört, so einen richtig lauten Knall. Ist der lang genug, um aktiv über ihn nachzudenken, wenn ich bereits wach bin? Oder ist das mehr so ein... Nee, der Schrei hat dich geweckt. Das ist das, was dich initial geweckt hat. Also wirst du nicht lange genug drüber nachdenken können. Okay. Dann stehe ich auf. Fuck. Ich höre ihn nicht nochmal. Und renne auch zur Tür. Mhm. Der war von unten? Sind schon los. Der kam von unten. Und die anderen sind schon runtergerannt. Tatsächlich sogar. Oh Gott. Ich guck nochmal aus dem Fenster. Oder aus allen Fenstern, die man hier vielleicht im Flur oder im Zimmer aussieht, ob man da irgendwas sieht, Licht oder irgendwas.
Nichts, alles dunkel. Alles abgedunkelt. Und dann kriege ich wahrscheinlich mit, dass der Rest schon weggerannt ist. Fuck, Mann! Und dann renne ich hinterher. Kommst du jetzt? Und ich würde nur so ein bisschen losflattern und dann so... Ich renne an dir vorbei. Ich habe mehr Movement Speed als du. Und dann lache ich. Kommst du jetzt? Warum ist Cray doppelt drauf? Moment. Ich zieh ihn dir mal weg. So. Treppen sind immer ein Hindernis. Mhm. Was sehen wir im Schrankraum? Ja. Warte, ich eben Leslie kurz wegen der... So. Ich danke dir. So, genau. Im Schrankraum kommt euch der aufgeregte Barkeeper entgegengerannt. Habt ihr das gehört? Es wird nicht zu überhören. Hat ihr das? Ich geh gerne auf und renne durch die Gegend mit einem Messer in der Hand. Du hast jetzt aber nicht vor, mich abzustechen, oder? Was war das? Nicht verstanden. Achso, du hast jetzt aber nicht vor, mich abzustechen, oder? Hast du gerade irgendjemanden abgestochen? Nein! Eine von unseren Mitreisenden fehlt. Woher kam der Schrei? Was ist passiert? Ich finde die Ursache nicht. Ich habe mich jetzt schon hier umgeschaut und das Einzige, wo ich noch nicht war, ist im Keller. Dann los! Ich sprinte direkt Richtung Keller. Ich springe über das Treppengeländer. Ich wollte gerade sagen, Inman fliegt ja auch einfach so über das Geländer drüber. Kann er aber nicht. Ich war schon total entsetzt. Ja, kann ich klar. Ich springe auf den Tisch, ist mir egal. Ja, er guckt sich total entgeistert an. Was zur Hölle? Ja, nerv jetzt nicht. Und ich renne weiter. Ashen, guck du geradeaus, ich guck hier links. Alles klar. Ah, ist verschlossen. Ich renn mit Ashen. Wir kommen hier nicht weiter, die Tür ist zu. Wir brauchen dich. Ja, schon unterwegs. Und ich würde versuchen, die Tür aufzuknacken. Aber wie willst du das anstellen? Die Tür hat weder Klinke noch Schlüsselloch. Verdammt. Oh, warum hat die kein Schlüsselloch? Wo ist der blöde Barkeeper? Hey! Wie? Hä? Warum hat die Tür kein Schlüsselloch? Was ist das? Wie, die Tür hat kein Schlüsselloch? Willst du mich verarschen? Ja, was? Warum sollte ich dich verarschen? Jetzt guck doch, der ist weder Schlüsselloch noch Klinke. Rennt ran. Ist total entsetzt. Was zur... Liesel, Axt. Platz machen! Das ist eine Steintür! Das ist eine Steintür! Oh, fuck. Well? Ich hole mein Dietrich-Set raus, schau drauf und guck auf die Tür und merke, schau wieder aufs Dietrich-Set, pack es weg und zucke mit den Schultern. Ich würde mal gerne horchen. Gibt es noch einen anderen Weg rein? Nein, es gibt keinen anderen Weg rein. Dahinter ist auch eigentlich nur unser Lager, aber was ist denn mit dieser Tür? Könnt ihr kurz leise sein? Klo? Ich will mal nach. Okay, also du gib mir einen Perception-Check. Ja. Und Liesel schaut sich in der Zeit noch im Klo auf dem Bad um. Jetzt, ich wollte gucken, ob man durchs Klo durch kann in den anderen Raum, aber so nicht Harry Potter. Leider nein. Du hörst gar nichts. Vielleicht könnte Imren durch das Abflussrohr. Das klingt eklig. Aber machbar. Wie ist die Tür verankert? Gibt's da Scharniere? Gibt's da irgendwas? Gib mir einen Investigation-Wurf. Oder, ja doch, Investigation. Investigation. 18. Du kannst tatsächlich gar nicht wirklich ausmachen, wo die Tür verankert ist, weil du weißt nicht, verstehst nicht, ob die nach links oder nach rechts aufgeht, weil es fehlt ja eigentlich alles, was für eine Tür wichtig ist. Aber du bist dir ziemlich sicher, da war mal eine Tür. Und je näher du an diese Tür kommst, desto mehr Kälte wird dir entgegen, kommt dir entgegen. Also was der Tür noch fehlt, ist vielleicht auch einfach mal so ein guter Eldritch-Blast. Warte.
Die Tür ist kalt und ich würde meine Hand einmal kurz dagegen. Da, wo ein Schlüsselloch sein sollte. Vielleicht ist ja eine Illusion oder sowas. Du fasst die Tür an. Sie ist einfach nur eiskalt. Hat jemand vorher? Ich leg mich mal hin. Hat die einen Türschlitz unterhalb oder so? Irgendwo, irgendeine kleine Ritze? Gib mir einen Perception-Wurf. Oder, ja doch, gib mir Perception, ob du das, ob du was siehst. Seht ihr irgendwo einen Schlitz? Ein klitzekleiner. 15. Ich schlag mit meiner Faust ein paar Mal dagegen. Eliza! So, du schaust an jeder Ecke und an den ganzen, da wo die Tür eigentlich verankert sein müsste, du siehst so einen ganz mini kleinen Spalt. Ich guck durch. Ist dunkel. Du kennst nichts. Magisch dunkel oder nicht lichtdunkel? Kein Licht. Sehe ich auch grob keine Lichtquelle irgendwo. Sehe ich grob die Umrisse mit Darkvision irgendwas in dem Raum? Du bist dir sicher, dass da irgendwas steht. Also es könnte ein Regal sein, es könnten Fässer sein. Also da sind Sachen drin, aber du kannst nicht ganz ausmachen, was. Eliza! Tut sich was? Nichts. Ich kann nicht viel erkennen. Ich weiß nicht. Lisa, hat ihr irgendwelche Fähigkeiten, die helfen könnten? Ich trete gegen diese Steintür. Mit kann Gewalt? Mit oder? Gewalt. Okay, ja, dann gib mir bitte einen Attack. Ich brech mir den Zeh, keine Ahnung. Du trittst mit so einer Wucht gegen die Tür, aber sie rührt sich keinen Millimeter, sodass du dir erstmal die Zehen halten musst. Du brichst sie dir nicht, aber das tat ganz schön weh. Aber ich hätte vorher meine fucking Schuhe anziehen sollen und ich hüpfe so auf einem Fuß durch die Gegend. Okay. Sie ist kalt, vielleicht Feuer, während ich hüpfe. Versuch's, ich kann nur Wind, bisschen Feuer, wenn jemand eine Fackel hat. Ashen, vielleicht haust du auch dagegen mit deiner Magie. Eldritch Blast? Du darfst gerne einen Eldritch Blast draufcasten. Okay, weg von der Tür, Leute. Ich würde gerne zeitgleich einen Ray of Frost schießen. Mhm, gerne. Okay. Ihr castet also beide gleichzeitig eure Magie und schießt diese auf die Tür los und sie verpufft kurz davor einfach. Als hätte jemand die Tür mit irgendwas belegt. Fuck. Was tut ihr denn da? Wollt ihr denn die Wohnung und das Haus irgendwie niederreißen oder was wird das hier? Tatsächlich ja, wir wollen die Tür niederreißen. Ja, das hat ja super funktioniert. Ja, hast du eine bessere Idee? Nein! Ja, dann halt die Schnauze! Habt ihr Magiekundige in der Stadt? Ja, aber... Unsere Tempel, also vielleicht im Tempel, die haben Ahnung von Magie, aber ansonsten kann jeder hier und da mal ein bisschen was. Natalia kann bestimmt auch was, aber hä? Warum? Habt ihr gerade nicht gesehen, dass die Magie von dieser Tür geschluckt wurde? Ich dachte einfach, ihr habt versagt. Okay, ihr habt keine Ahnung. Nein. Wie genau wird das Wasser hier warm gehalten? Auch mit Magie. Weiß ich doch nicht, wie das geht. Okay, wo ist Miranda? Die ist nicht da. Wo ist sie? Die ist zu Hause. Okay. Ja, ich passe abends hier mal auf. Gerade wenn wir Gäste haben, man weiß ja nie.
Inrin, wollt ihr irgendwas machen? Hm. Ja, ich würde hier anfangen, so versuchen, ein bisschen warmes Wasser laufen zu lassen. Mhm. Und ist hier irgendwo ein Eimer oder sowas, womit ich so ein bisschen was mitnehmen könnte? Ja, du findest auf jeden Fall mehrere so kleine Gefäße, so kleine Gläser und bestimmt auch den ein oder anderen Eimer. Ich würde einen Eimer nehmen, den ich gerade noch so irgendwie tragen kann, würde den ein bisschen mit Wasser füllen und würde versuchen, den zur Tür zu schleppen. Ist zwar kein Feuer, aber es ist wenigstens irgendwie warm. Vielleicht hilft das ja und würde versuchen, diesen Eimer zur Tür zu bringen. Will das mal jemand dagegen schütten? Warte mal, du bist ja relativ klein, ne? Ja. Gib mir mal bitte einen Strength-Check, weil wenn du wirklich so einen Eimer nimmst, ist der Eimer wahrscheinlich halb so groß wie du und wenn du den mit Wasser füllst, ist das ganz schön schwer. Eine 9. Du schiebst den eher, als dass du ihn trägst. Kann ich ihm den abnehmen und helfen? Ja klar, sicher. Mit einer Leichtigkeit sogar. Ah, ach, sehr gut. Wolltest du ihn drüber kippen? Vielleicht funktioniert das. Okay, dann versuche ich es einfach auszukippen auf der Tür. Ja. Du kippst das Wasser dagegen. Und augenscheinlich passiert erstmal nichts. Ist sie immer noch kalt, Lise? Kann ich nochmal probieren, sie aufzumachen jetzt? Mhm. Du drückst dagegen. Sie bewegt sich einen Millimeter. Ist auch bei weitem nicht mehr so kalt, wie sie vorher war. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Hol mal, füll mal noch mehr welche auf. Ich hole einen größeren Eimer und fülle ihn mit warmem, heißem Wasser und schütte ihn über die komplette Tür. Aber wollt ihr jetzt hier auch noch alles unter Wasser setzen? Wie viele Fackeln hängen hier in der Taverne, die noch an sind? Keine. Okay, wo ist die nächste, die aus ist? Oben? Hol sie her. Hol sie her. Sich um und ja, das ist gut. Dann geht's. Liesel, drück nochmal. Was für ein. Noch einen Eimer drüber gekippt. Ganz. Ja. Du drückst. Und drückst. Und dann gibt die Tür nach und fällt aus den Angeln. Gib mir einen Athletics oder Acrobatics Check, um zu gucken, ob du dein Gleichgewicht hältst oder ob du mit der Tür fällst. Kann ich ihr helfen? Klar, wenn du nach ihr greifen möchtest, du bist ja direkt an ihr ran. Ich möchte nach ihr greifen. Ich möchte sie unterstützen. Sorry, meine Kopfhörer sind kurz ausgegangen. Warte, was ist passiert? Ich brauche einen Acrobatics oder Athletics. Okay. Check von dir. Und ich helfe. Auf Advantage. Das darfst du zweimal würfeln. Wow. Ach, Wahnsinn. Gar kein Problem. Also die Tür kippt und landet mit einem lauten Rums auf dem Boden und du stehst da, als hätte sie nicht gerade eben unter dir nachgegeben. Oh mein Gott. Und die Tür ist offen. Gut gemacht, Liselle. Okay. Was war das für ein Lärm? Reißt sie mir hier meine Taverne ab? Und ich drehe mich nur kurz um. Ich glaube, die Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr. Betretet den Raum. Ihr betretet eine Art Lagerraum. Zumindest das, was augenscheinlich davon übrig geblieben ist. Die Kisten und die ganzen Regale, die dort liegen, sind zerbrochen, aufgebrochen. Als hätte hier irgendjemand irgendetwas gesucht. Es ist alles gewaltsam durch die Gegend geschmissen. Das Geschirr, hier liegen überall Scherben, der Wein ist auf dem Boden verteilt. Es sieht wie ein kleines Schlachtfeld aus. Ist der Barkeeper schon wieder unten? Er rennt gerade
euch entgegen. Sieht das normal immer hier so aus oder lagert ihr das eigentlich ordentlich? Schaut nach links, er schaut nach rechts. Seine Augen werden immer größer. Ach du, oh mein Gott, wenn Miranda das sieht. Oh mein Gott, sie wird mir einen Kopf kürzer machen. Na, natürlich sieht das nicht immer hier so aus. Was glaubt ihr denn? Hier sind alle unsere Lagerbestände. Ist das schon mal passiert in der Vergangenheit? Nein! Was denkt ihr denn? Ich suche nach Eliza. Ja, ich auch. Nach irgendwelchen Spuren oder so. Ah, gib mir alle gerne. Investigation-Check. Und auch. 4. 11. Mit 13. 6. Okay. Ashen und Valen, ihr seht in dem ganzen Chaos nichts. Was auch immer hier passiert ist, es ist ein absolutes Desaster. Es ist ein absolutes Desaster. Warum haben wir davon nichts gehört? Haben wir doch. Ich habe nur einen Schrei gehört, kein Gerümpel. Doch, du hast auch ein Rumpeln gehört danach. Ich habe ein kurzes Gerümpel gehört. Aber ja. War das wirklich so laut, um das hier zu rechtfertigen? Also so lang? Also, es war einmal so laut, aber nicht so lang, bei weitem nicht, nein. Okay, ja. Ich habe nur ein kurzes Geräusch gehört. Das würde aber das hier nicht erklären. Wenn ich ihn mal in die Finger kriege, mach ich den Kopf kürzer. Lisel und Risa. Ich versuche meine Schuhe nicht dreckig zu machen. Ich glaube, der Zug ist leider abgefahren. Es tut mir leid. Mist. Ich kann mir den Dreck wieder rausziehen. Ich laufe durch. Danke. Schaut euch um. Und ihr seid euch relativ sicher, dass es hier einen Kampf gegeben haben könnte? Als wäre jemand dabei erwischt worden, wie er vielleicht was gesucht hat? Aber von irgendwelchen Personen? Keine Spur. Inran, du schaust dich auch um. Siehst offensichtlich auch niemanden weit und breit. Findest aber in einer Ecke versteckt so ein kleines Beutelchen. Und das Beutelchen kommt dir bekannt vor. Das hat Eliza gehört. Oder das gehört Eliza. Ich würde das Beutelchen nur aus der Ecke holen. Ich hab hier was. Das ist doch das Beutelchen von Eliza, oder? Was macht Eliza denn im Keller? Wie kommt sie hier hin? Warum? Und warum war die Tür hinter ihr magisch verschlossen? Und wohin ist sie? Ich gucke in alle Fässer rein, ob da irgendwo Eliza sich entweder drin versteckt hat oder reingestopft wurde. Wie in so einem Schullocker, wenn du gemütlich. Du schaust in alle Fässer rein. Es ist nicht schwer reinzugucken, weil die meisten Fässer kaputt sind. Aber keine Eliza weit und breit. Was ist eigentlich dieses Silberne hier auf diesem Fass? Weiß das jemand? Das ist ein zerfleddertes Kissen. Oh. Oh. Das okay. Sind Federn, Ashen. Ja, gut. Es ist etwas dunkel. Ich glaube, daran liegt es nicht, aber danke. Ich guck nochmal zum Wirt. Es gibt hier wirklich keinen anderen Weg raus. Keine. Guckt euch doch um! Siehst du irgendwie irgendwo ein Fenster? Siehst du irgendwie noch eine Tür? Es gibt ja manchmal noch Falltüren oder sonst irgendwas, die noch weiter runtergehen. Oder irgendwelche versteckten Treppen. Dass ich zur. Oh, Käse. Kann ich mir den Käse einstecken so und drauf würfeln? Oh, Käse. Käse. Sure.
Weißt du was? Ich will auch was trauen. Ich will auch was klauen, wenn ich Essen finde. Was finde ich? Einfach nur, weil der Wirt so ein Arsch ist. Ich will irgendwas klauen. Was ist das Wertvollste, das ich sehe? Das Wertvollste, was du siehst? Ja. Das Wertvollste ist wahrscheinlich ganz hier hinten das Fass. Da bin ich zu weit weg. Ich glaube, das fällt mir nicht so auf, oder? Also ja. Und ansonsten hier? Siehst du tatsächlich hauptsächlich verschiedene Lebensmittel, also sehr viele verschiedene Arten von Gemüse, ein paar Gewürze. Oh ja, ich will Gewürze klauen. Okay. Ja, du bist tatsächlich relativ noch im Blickfeld. Das heißt, ich brauche von dir einen Sleight of Hand Check und von Ashen brauche ich einen Stealth Check, ob du das leise genug machst. Okay, gar kein Problem. Du, also Valen, du gehst ans Regal und stopfst einfach alles, was du an Gewürzen findest, in deinen Umhang rein. Oder wir müssen eine Leiser finden. Wo ist sie? Ich lauf zum Barkeeper, nehme ihm die Fackel aus der Hand, die er geholt hat. Er hat sie nicht geholt. Er ist in der Sekunde zurückgerannt, als er das Rumsen gehört hat, weil das ist ja basically gleichzeitig passiert. Und an Ashen... Du hast gar kein Problem damit, dir den Käse einzustecken. Du darfst es dir auch gerne in dein Inventar reinschreiben, dass du jetzt ein großes Stück Käse dabei hast. Du könntest sogar noch mehr nehmen, er würde es nicht merken. Ja, dann, was ist da noch? So ein frisches Brot? Ja, ja, genau, Brot. Ja. Okay. Aber du darfst, bitte vergiss nicht. Mit so einem ganzen Korb. Ich weiß nicht, ob du gerade, hast du eine Tasche dabei? Ich glaube nicht wirklich. Ja, ne? Weil ich es nur angemerkt habe, es könnte auffallen. Wir haben wahrscheinlich auch alle keine Rüstung an, oder? Aber der Käse, der geht, den kriege ich schon irgendwo unter. Ja. Das ist wichtig. Okay. Okay, nächste Frage, wie schreibe ich das ins Inventar? So Makro-like oder was ist das? Du gehst, du öffnest dein Character Sheet, öffnest das Inventory und dann kannst du, wenn du das das Schloss öffnest, kannst du einfach auf Add Create, also dann hast du ja deine ganze Liste und dann steht da irgendwo unten Add. Und jetzt hast du es zugemacht. Ah, ist voll offen. Du musst es wieder öffnen und jetzt steht da unter jeder Kategorie Consumables, Leather, bla bla bla. Ah. Und dann kannst du da einfach dir Käse erstellen quasi und reinziehen. Ich weiß gar nicht, ob das auch vorgefertigt. Du könntest es auch suchen. Nein, Cheese gibt es so nicht, das tut mir leid. Genau, und das könntest du dann einfach benennen. Genau. Und wenn ihr Sachen findet, ist es manchmal, also jetzt bei sowas wie Käse oder so, ist es nicht so relevant, aber immer ganz gut, sich vielleicht noch dazu zu schreiben, wo es her ist, weil sonst verliert man irgendwann den Überblick. Mhm, danke. So, Risa. Du wolltest irgendwas. Ich gucke ihn an, sehe, dass er keine Fackel hat. Und steig auf die Steintür drauf und drück mich an ihm vorbei. Was? Sag mal. Hier ist eindeutig ein Kampf passiert. Und unsere Freundin fehlt. Ich gehe mir jetzt eine Fackel suchen und ich gehe einmal ums Haus laufen. Und ich... Sagst du das laut? Ich sag das laut in die Runde. Hast du nicht sogar in deinem Reiseequipment eine Fackel dabei? Ich lauf gerade barfuß und in meinen Schlafklamotten durch die Gegend. Also spätestens dort, aber du wirst oben auf jeden Fall eine finden. Genau, ich suche mir einfach eine Fackel, ich mach die an. Und gehe dann einmal ums Haus rum. Ich würde gern mitlaufen, also kurz zu euch sagen. Ich will sie nicht alleine laufen lassen. Bleibt ihr hier, oder? Es sollte niemand jetzt so im Dunkeln alleine raus. Ja, wir haben wenig Zeit. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Also ich laufe jetzt los, ja? Vielleicht kommt sie ja zurück. Und dann würde ich einfach mit Risa hinterher, falls ich sie finde. Ich denke, sie wird ja nach oben in den Gastraum gerannt sein. Und wenn du dich oben dann ein bisschen umschaust... Wenn du so schnell an der... Kannst du dich da... Ach, warum? Was ist denn das? Let me help you. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt.
Das müsste eigentlich klappen, das ist ja merkwürdig. Was schnell fündig werden und eine an der Bar finden. Okay, ist die an? Nee, die ist nicht an, die musst du anmachen. Alles klar, dann hole ich mir die Fackel und läuft Wellen hinter mir her? Ich renne wahrscheinlich gerade die Treppe hoch, ich kann nur die Treppe nicht usen. Oh, was ist denn das? Dann will ich die Fackel hinhalten. Ich glaube, das Problem werdet ihr alle haben und ich verstehe nicht, warum. Ich ziehe euch einzeln hoch, es tut mir leid. Sie brennt. Danke dir. Oh. Hier, die anderen kommen auch alle hoch. Wir laufen einmal draußen durchs Gebäude, haltet die Augen offen. Ich guck Ashen an, du siehst in der Dunkelheit am besten. Schauen wir, ob wir irgendwelche Spuren finden, ob sie irgendwie wegteleportiert wurde oder sonst irgendwas. Was ist, wenn wir irgendwas in dem Raum übersehen haben und sich irgendwas dort versteckt hat? Vielleicht sollten wir den nicht komplett außer Augen lassen. Ich bleib unten und würde wieder... Vielleicht würde sollen wieder. Wir nicht alleine. Bleib im Flur! Ich... Wenn du was siehst, ruf! Kann ich mit ihm unten bleiben? Ja. Warte. Oh. Die Treppen runter. Oh mein Gott. Ausgerechnet Lisel geht hoch mit ihrer Arthritis jede einzelne Stufe und dann hoch wieder runter. Und dann wieder hochgehen zu müssen. Ey, nach der Tür ist sie noch so voll gepumpt mit Adrenalin, die spürt da gar nichts. Da war eine Bank drin, wollen wir uns setzen. Du kannst dich natürlich sehr gerne setzen. Und ich würde so, auch wenn ich viel kleiner bin, versuchen, ihr so eine Hand anzugeben, so von unten, damit sie was reißen hat beim Laufen. Oh. Okay. Währenddessen rennen die anderen durch den inzwischen leeren und auch sauberen Gastraum. Also die Tische sind alle abgeräumt, es wurde gefegt. Und ja, bis auf der... Ich sag mal Barkeeper, weil ihr ihn nicht nach seinem Namen gefragt habt, ey. Der Barkeeper steht immer noch neben der Kellertür und ist total entsetzt und fragt sich die ganze Zeit, wie er das Miranda erklären soll. Und ihr rennt jetzt einmal rum ums Haus. Ja. Ruft ihr dabei irgendwie was? Ruft ihr nach Eliza oder wollt ihr irgendwie schleichen? Oder wie sucht ihr? Wie schaut ihr euch um? Ich habe eine dicke Fackel dabei. Ich schleiche nicht durch die Gegend. Und würde dabei immer mal wieder Eliza sagen. Also nicht schreien wie sonst was, aber schon öfter mal rufen und gucken, ob ich irgendwelche Fußspuren, Kampfspuren, Schleifspuren, irgendwie sowas finde. Gib mir einen Investigation-Wurf. Wenn ihr anderen euch auch umschauen wollt, dann das natürlich auch. Können wir auch Perception würfeln? Ja, aber... Oha, nice. Ja, doch, klar. Aber wonach schaust du? Weil Risa sucht ja direkt nach Schleifspuren oder Fußspuren oder sowas. Ja, wo schaust du nach? Ich schaue nach allem, was ich finde. Ich renne einfach ums Haus. Ja, sure. Ob ich irgendwas, ich gucke in die Gebüsche, ich gucke an die Wände. Ashen? Bei mir wäre es natürlich eher so ein bisschen schleichen, beziehungsweise einfach in der Dunkelheit gerne mit der Dark Vision. Und wahrscheinlich würde ich eher nach irgendwas Lebendigem Ausschau halten. Schauen, ob man da irgendwie ein Lebewesen wahrnimmt. Kannst du mir auch gerne auf Perception würfeln. Let's go. Oh ja, cool. Ja. Also, du siehst Helen, gar nichts. Ich kann hier absolut nichts sehen. Hast du schon was entdeckt? Gar nichts. Nichts. Was ist das? Oh, ein Ast. Oh Gott. Oh Gott. Oh, noch ein Ast. Oh Gott. Sie vermehren sich. Ich glaube auch. Oh, da vorne kann ich eine Licht. Gestalt erkennen. Ja. Ich gucke in eure Richtung. Seid ihr blind?
Oh, Risa, schön dich zu sehen. Nee, wir haben dich schon aus der Ferne erkannt. Wir wollten nur auf dich zulaufen. Hast du vielleicht was erkannt? Habe ich was gesehen? Du hast dich gerade vor dem Gasthaus vor allem sehr viel umgesehen. Hinterm Gasthaus und an den Seiten hast du nichts Ungewöhnliches bemerkt. Das ist sehr unbelebt. Hier kommt nicht häufig jemand vorbei. Es ist auch hohes Gestrüpp. Ihr habt nicht das Gefühl, dass es, oder du hast nicht das Gefühl, dass es häufig gepflegt wird. Das ist so ein kleiner Wildwuchs, sag ich mal. Und du hast jetzt 20. Das ist halt schon echt strong. Neben der Tatsache, dass der Weg zum Gasthaus hin viel gelaufen wird, also du sehr viele verschiedene Spuren siehst, hast du tatsächlich auch Spuren gesehen, die kleiner sind? Die vom Gasthaus wegführen? In welche Richtung? Richtung Markt. Und dann verschwinden, weil dort dann der Stein beginnt. Wieso? Komm mal her, guckt euch das an. Was denn? Hier die Fußspuren, da. Siehst du das? Das sind kleinere Fußspuren. Sieht das für mich nach Elisas Fußspuren aus? Weil ich bin ja immer hinten gelaufen bei unseren Reisen. Das heißt, ich kenne die Fußspurengrößen von den anderen eigentlich relativ gut. Sind das Rattenspuren? Da Ratten bei dir zu Hause. Was? Nein, wegen Elisa. Wer Ratte? Du bist ja relativ sicher, dass das Elisas Spuren sein können. Ich glaube, das sind Elisas Spuren. Sind da noch welche drumherum, irgendwie von irgendjemand anderem? Nein. Ha. Die Schritte sind auch, also die Spuren sind tatsächlich auch ein Stückchen weiter auseinander, als man es halt normalerweise hat, weil du läufst ja, hast ja immer so eine gewisse Schrittlänge, wenn du ganz normal läufst, als wäre sie gerannt. Eine rennende Elisa. Das ist nicht gut. Naja, vielleicht. Entschuldige, ja? Ich habe nur nee gesagt. Ach so. Naja, vielleicht wollte sie im Lager auch irgendwie Käse klauen oder so. Ich meine, ja, ich kann es verstehen und vielleicht hat sie dabei alles umgeschmissen und ist panisch weggerannt. Als ich aus dem Fenster geschaut habe im Obergeschoss, konnte ich da hier auch auf diesen Vorderhof des Gasthauses schauen? Ja, aber es war dunkel. Okay. Sie müsste in voller Dunkelheit losgelaufen sein. Kann Elisa gut in der Dunkelheit sehen? Bist du nicht sicher? Hat sie das denn schon mal gemacht oder hat sie immer nach Licht gegriffen? Gib mir mal einen History-Wurf. Zwölf. Bist dir sicher? Meistens brauchte sie kein Licht. Sie braucht nicht unbedingt Licht. Das verdächtig ist kein... von unserer Freundin. Wie bitte? Verdächtig von unserer Freundin. Sind das Fußspuren oder Schuhspuren? Schuhspuren. Sie hatte auf jeden Fall Schuhe an. Also sie war nicht vollkommen unvorbereitet. Wenn sie irgendwas... Aber was hatte sie hier zu suchen? Das ist die Frage. Aber wenn sie irgendwas aus dem... Sie war schon im Keller. Sie war gar nicht im Bett. Wenn sie im Bett gewesen wäre und weggerannt wäre, hätte sie kein Schuhwerk angehabt. Es hat nichts ihr Angst im Bett eingejagt, sondern sie war im Keller. Und da ist irgendwas passiert und sie ist weggerannt. Ja, offensichtlich. Meine Vermutung ist, dass sie entweder was klauen war oder dass sie auf Klo musste. Vielleicht hat sie etwas gesucht. Im Keller ist die Toilette, ja? Aber nicht im Lagerraum. Und warum ist er so verwüstet? Und warum wissen die Gasthausbesitzer nichts davon? Naja, wenn sie zum Klo gelaufen ist und da was im Lager gehört hat, könnte sie hingelaufen sein. Oder sie selbst hat irgendwas im Lager gesucht. Wenn sie nur zum Klo läuft, hätte sie sich dann ihr Schuhwerk angezogen? Vielleicht. Auf jeden Fall schon. Der Steinboden ist kalt. Naja, sie ist ja auch gestern
vorgelaufen und wurde gefangen genommen. Also irgendwas finde ich daran jetzt schon merkwürdig. Hatte sie eine Tasche dabei? Die die Inrin gefunden hat. Mehr nicht? Nur ihr Beutel? Ja gut, dann. Hat Inrin da mal reingeschaut? Das würde ich dann nämlich auch mal machen. Ich würde mal jetzt in diesen Beutel reinschauen. Wenn die gerade so hochgerannt sind und alles, würde ich mal schauen, was eigentlich in dem Beutel drin ist. Ja. Perfekte Überleitung. Hm? Währenddessen im Keller. Inrin schaut in den Beutel. Es ist eine Mimik. Ha, ha. Hat Inrin eigentlich mal in den Beutel geschaut? Nächster Shot Inrin, der in den Beutel kommt. Inrin, der von dem Beutel gegessen wird. Tatsächlich ist der Beutel super klein. Also das ist kein Reisebeutel oder sowas, also kein Reiserucksack, so wie ihr den mit euch tragt, sondern hat eher so die Größe, das habe ich Täschchen, also Beutelchen gesagt, das ist eher so die Größe von, ja, ich sag mal so einem Geldbeutel. Also es ist ein sehr schlichter Beutel, hat so ein goldenes Bändchen allerdings rum, das ist das Einzige, was ein bisschen auffällig ist. Und wenn du reinguckst, siehst du da ein paar Münzen klappern und einen Zettel drin. Und möchtest du den Zettel lesen? Ja. Okay. Auf dem Zettel steht tatsächlich nur: Frag nach Miranda Aldennis im schunkelnden Seemann. Guck mal, Liesel. Sie hatte sogar eine Notiz, dass sie hier nach Miranda fragen sollte. Wer hat sie geschrieben? Oder hat sie sich die selber geschrieben, damit sie es nicht vergisst? Ist noch was im Beutel? Hm? Ob da noch was drin ist? Im Beutel. Willst du drin durch? Schüttelst du ihn aus oder was machst du? Ich würde nochmal so versuchen, mit der Hand so ein bisschen drin rumzuwühlen, aber es sind ja dann nur noch Münzen drin. Ganz viele kleine klimpernde Münzen. Und es klappert nur und so. Außer Geld und dem Zettel ist nichts weiter drin. Wie viel Geld? Kann ich das ungefähr abschätzen, wie viel Geld es ist? Ja, du vermutest, dass es so ungefähr 10 Gold sind. Und halt, keine Ahnung, sagen wir so 10, na, nee, gar nicht. So nochmal so 5 Silbermünzen. Das sind so ungefähr 10 Gold, das ist... Ich sag den anderen nichts, wenn du den anderen nichts sagst. Dann sind das wohl jetzt unsere 10 Gold und 5 Silbermünzen. Sehr gut. Und ich würde das Ganze erstmal einfach einstecken. Ich würde euch das Gold auch eintragen und ja. Ich würde dir so versuchen, so ungefähr die Hälfte in die Hand zu schütten. Lass es so in meinem BH verschwinden. Die anderen, wollt ihr wieder reingehen oder was wollt ihr machen? Wollt ihr den anderen von eurem Fund berichten? Ja. Guck auf die Spuren, ich guck auf die anderen beiden. Ich glaube, hier finden wir nicht mehr viel und einfach jetzt in die Dunkelheit rennen ist halt dumm. Hey. Also, das ist quasi mein Leben. Aber okay. Ich würde trotzdem sagen, dass wir vielleicht erstmal die anderen informieren, dass wir hier was gefunden haben. Weil wir nicht den Spuren hinterher. Ja, wir können ja in 5 Minuten losgehen mit allen. Okay. Später als die Feuerwehr. Liesel und Inrin bleiben noch unten. Ich würde tatsächlich vielleicht... Ja, sorry. Ich würde noch mal hier so kurz so auf und ab laufen, auch wo ich den Beutel gefunden habe, ob ich da irgendwie noch Spuren auch vielleicht in dem...
in dem ganzen Dreck auf dem Boden sehe, ob irgendjemand rausgerannt ist oder ob ich irgendwo sehen kann, wohin wer auch immer dieses Chaos hier verursacht hat, hingegangen ist, ob man das sehen kann. Gib mir einen Investigation-Wurf. Ah, eine 14. Okay. Ist okay. Also es ist per se erstmal recht schwer für dich auszumachen. Dadurch, dass der Boden voll ist mit Wasser, mit Wein, mit allen möglichen Sachen, bist dir aber ziemlich sicher, dass die Person Richtung Tür rausgerannt ist. Und wenn du dich auch noch ein bisschen weiter umguckst im Flur, das ist euch vorhin gar nicht so wirklich aufgefallen, weil ihr den ganzen Flur geschwemmt habt, sind dort auch tatsächlich, wenn du so weiter guckst und weiter Richtung Ende des Flurs, siehst du auch da noch ein paar blasse Spuren, aber nicht mehr viel, weil ihr habt die Hälfte weggeschwemmt. Also ist wer auch immer da drin war, quasi hier rausgerannt. Davon gehst du aus. Also wer auch immer hier drin war, ist scheinbar schon draußen gewesen und hat die Tür hinter sich verschlossen, um zu verstecken, was hier drin passiert ist. Aber das würde nicht dazu passen, dass wir erst den Schrei und dann das Rumpeln gehört haben. Lass mal die anderen fragen, was sie dazu denken. Das ist eine gute Idee. Und wir können ihnen von dem leeren Beutel, wo nur ein Zettel drin war, erzählen. Genau der. Dann würden wir wahrscheinlich auch einfach hoch zu den. Ja. Trefft ihr euch alle im Schankraum? Also, wie sieht's aus? Ich darf aber die Treppe wieder nicht benutzen. Liesel braucht schön. Ja, die alte Dame, die arme alte Dame, die ganze Zeit hoch und runter gehetzt wird hier. Habt ihr was gefunden? Spuren, ja. Ich guck zum Wirt, der da immer noch rumsteht. Er guckt zurück. Hast du Miranda Bescheid gesagt? Nein, ich muss das Chaos beseitigen, bevor sie morgen hier ankommt. Die reißt mir den Kopf ab. Ihr wollt sie nicht wütend erleben. Ich glaube, mir ist das egal. Okay, also ihr wollt den Tatort oder das, was da passiert ist, einfach sauber machen? Wollt ihr dann nicht, habt ihr hier was... Was soll ich denn sonst machen? Hast du dir das mal angeguckt? Stadtwache? Habt ihr hier sowas wie... Wie eine Wache? Jemand, der sich um sowas kümmert? Ich verdrehe meine Augen. Wir haben unseren Bürgermeister. Der kümmert sich normalerweise um Recht und Ordnung. Was ist das für einer? Wie, was ist das für einer? Was ist das? Was soll das? Kümmert der sich gut um Dinge? Ist das... Er zögert. Er ist halt unser Bürgermeister. Also er kümmert sich nicht gut um Dinge. Alles klar. Ja, dann... Ich guck auf die Treppe. Viel Spaß. Danke. Geht er? Und ich würde die anderen so ein bisschen ein bisschen weg von der Treppe winken, wo der jetzt hoffentlich gleich runtergeht. Ja, er geht runter. Ich mach die Tür zu. Mit Will. Hey! Was wir euch noch nicht gesagt haben, wir haben Elizas Fußspuren gesehen, die in Richtung Marktplatz führen. Es waren nicht nur irgendwelche Fußspuren. Und was machen wir denn noch hier? Wir sollten da sofort hinterher. Das Einzige, was wir gesehen haben, war noch ein Zettel in ihrem Beutel, wo drauf stand, dass sie hier in die Taverne kommen soll und nach Miranda fragen soll. War es ihre Handschrift?
Das ist eine gute Frage. Konnte ich wissen, wie ihre Handschrift aussieht? Gib mir einen History-Check. Ich habe keine Ahnung. History-Check. Ob du dich daran erinnerst, ob du ob du Eliza jemals hast irgendwas schreiben sehen. Kann sie überhaupt schreiben? Eine 19. Oh. Du hast sie durchaus schon mal so ein paar Sachen schreiben sehen, ne? Gerade weil ihr ja auch ein Gasthaus zusammen hattet. Irgendwer musste den ganzen Kram ja planen und Inventur führen und so. Aber das ist nicht ihre Handschrift. Das muss ihr irgendjemand anders geschrieben haben, aber ich weiß nicht, wer oder warum sie den Zettel einstecken hat. Interesting. Ich schaue mir den Zettel und die Handschrift mal an und versuche mir die Handschrift einzuprägen. Sure. Ich würde dann auch noch mal kurz auf den Zettel linsen, während der da gerade rausgezückt wurde. Wisst ihr, woran mich sowas erinnert? Die Magie an der Tür. Glaubt ihr, das könnte eine Art Sicherung sein, wenn jemand was klaut? Tut sich die auf und sperrt wen auch immer ein. Wenn, dann weiß der Barkeeper nichts davon. Aber wir müssten mal Miranda fragen. Wir sollten definitiv nochmal mit Miranda reden. Ich meine, sie haben vorhin schon... alle... Oh, sorry. Wie bitte, Valen? Schon gut. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, dass wir uns jetzt vielleicht alle mal, und ich gucke auf meine Füße runter, ein bisschen was anziehen sollten. Und dann mal draußen gucken, ob wir sie finden oder nicht. Aber das ist halt... Die könnte jetzt schon über alle Berge sein. Ja, dann los. Okay. Gute Idee. Ich sprinte hoch und ziehe mir meine Schuhe an. Ihr habt eure Schuhe noch nicht angezogen und eure Sachen mitgenommen? Nein! Ich bin aufgesprungen und rausgerannt. Und ich heb so mein Messer. Damit. Aber das liegt immer unter meinem Kopfkissen. Herrje. Na gut. Komm, Cray, wir gehen schon mal raus. Und ich würde sagen, bevor ihr heute alle rausrennt und euch auf die Suche begebt, machen wir für heute hier Schluss. Yay! Ich habe die Zeit aus dem Blick verloren, es tut mir so leid. Oh mein Gott, alles cool. Ich glaube, es passt doch perfekt eigentlich. Passt sehr gut, ja. Dankeschön. Ich trau dir gar nicht mehr, dieser also gar nicht, ey. Nee, immer rennt sie vor. Gar nicht. Vielleicht sollten wir mal untersuchen, ob sie irgendwo ein Y eintätowiert hat. Ja. Vielleicht sollten wir noch mal Revue passieren lassen, ob die wirklich Unbehagen gespürt hat, als sie da von diesen komischen Sektenleuten angetatscht wurde. Vielleicht haben die sich besprochen. Wir sind in ein Meeting reingeplatzt. Yeah. Ja, vielleicht war die einfach schlecht gelaunt, weil wir überlebt haben. Achso, Shaya. Weil die ihre Freunde umgebracht haben. Ich habe hier ein T-Fragezeichen eingezeichnet. Ist das okay? Ich meine, wir haben ja keine Stadtkarte eigentlich. Sure, alles gut. Okay. Da wohnt mein Katzenfreund. Warum steht da T2? Das ist ein Fragezeichen. Versuch mal ein Fragezeichen zu zeichnen. Touchy! Ist echt schwer. Fragezeichen. Also, Valen weiß davon natürlich nichts. Ich habe das nicht mitbekommen, aber ich dachte mal, damit wir uns da vielleicht dran erinnern. Ich will jetzt auch mal versuchen, Fragezeichen hier zu zeichnen. Ey, das ist wirklich schwer, den Punkt zu machen. Ja. Also ich will ja jetzt nichts sagen. Kannst du auch einfach einen Text hier hinschreiben. Ja, ich weiß, aber das sieht irgendwie lustiger aus, wenn das handgeschrieben ist. Das sieht aus, als hätte man das so geskribbelt auf einer actualen Karte. So. Ja. So, wie malt man? Rechtsklick? Nee, wie malt... Das links und rechts noch nicht Shift gefunden. Drawing Tool. Yeah. Und dann? Dann kannst du Draw Freehand auswählen oder Shapes nehmen. Oh. Wunderschön. Okay, ich lösche meins, wer auch immer das da gerade gezeichnet hat. Das ist 4000 Mal besser. Oh, wo? Können wir das da hingezogen bekommen? So ist es das deins? Ja.
puddelt. Kriege ich meins wieder weg? Welches ist deins? Das hier? Das? Ja, das und dieser komische Strich. Nice. Nice. Oh mein Gott. Okay. Okay, ich finde auf jeden Fall alles außer das Radiergummi. Das tut mir voll leid. Also dann alles gut. Radiergummi auch einfach. Ist, wenn wenn du es selektierst mit dem Selektiertool und ja, dann kannst du entfernen drücken. Oh, das ist ja viel zu einfach. Oh mein Gott. Okay, nachdem wir jetzt hier wunderschön gezeichnet haben. Okay. Oh Mann, ey. Also, schön. Ich danke euch auf jeden Fall für heute. Das war interesting. Ich habe wieder mit so vielem nicht gerechnet, ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es etwas ruhiger, RP-lastiger, erkundungslastiger war. Ja, klar. War doch super. Spaß gemacht hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder, I guess, zur selben Zeit. Da bin ich sehr gespannt, was für einen Quatsch ihr euch diesmal einfallen lasst. Ihr Lieben, dann auch an, vor allem auch an alle, die zugeschaut haben, Dankeschön für eure Zeit, that's amazing. Dankeschön fürs Mitfiebern etc. pp. Wollt ihr noch irgendwas loswerden, sagen? Ansonsten würde ich euch entlassen. Vergesst den Käse nicht, worship the cheese und Oh, the cheese! Dankeschön für die schöne Runde und fürs Reiten. Dankeschön. Vielen Dank, danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. So. Es war ein sehr schöner Valentinstag mit euch. Ja. Dankeschön für das schöne Date. Danke fürs Date. Alright. Wer kann von sich schon behaupten, dass sie hier ein Sechser-Date hatte heute? Fair. Alrighty. Alles klar. Habt einen wunderschönen Abend, ihr Süßen. Ja, ich ebenso. Ja. Danke. Bye. Kurz die Kamera anmachen. So langsam nimmt das Ganze Fahrt auf. Oder? Schauen wir mal, was dahinter steckt. Ob Eliza wirklich die ist, die sie vorzugeben scheint. Wir haben allgemein sehr wenig Infos über Eliza und das hat mich schon von Anfang an ein bisschen verdutzt. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen hinterhergehen. Mal gucken, was die Suche nach den Spuren bringen wird. Anyways, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr gerade live dabei wart, Chat, wir sprechen gleich nochmal. Und falls ihr das gerade auf YouTube geschaut habt, hoffe ich, dass es auch euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es für euch war. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns dann mit Cursed Crest das nächste Mal auf YouTube. Nächste Woche Donnerstag. Ich denke, ich werde die Uploads jeweils immer einen Tag darauf machen. Und da wir mittwochs spielen, dann am Donnerstag um wahrscheinlich 16 Uhr. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye.